Tontechniker. Ja, sehr schön. Danke, Tontechnik. Läuft. Ja, damit das jetzt hier auch schon mal ein bisschen offizielleren Charakter kriegt nach der Gürpina-Suche, stelle ich mich jetzt mal hier hin und werde auch gleich meine Gäste für ein kleines Eingangsstatement hierher bitten. Ja, danach werden wir uns dann im Sitzen weiter unterhalten, aber 3 Minuten pro Person, pro Politikerin haben wir hier erstmal am Start. Wildcard, die können im Prinzip euch erzählen, was sie wollen, ja, ohne inhaltliche Vorgabe. Und dann werde ich sie löchern mit Fragen und dann könnt ihr sie löchern mit Fragen. Und ja, es hat eine gewisse Tradition hier, mein Politiker-DHV-Panel. Das machen wir schon seit einigen Jahren. Ich weiß gar nicht, wann wir damit angefangen haben, aber doch schon seit einer ganzen Weile. Wer da die alten Versionen mal sich angucken will, die sind noch auf dem DHV-YouTube-Kanal alle vorhanden. Und auch diese Ausgabe hier wird gefilmt und online gestellt auf der DHV-Kanalseite des Handverbands. Ja, und dann könnt ihr euch auch ein bisschen die Geschichte angucken, ja, wie sich die ganze Diskussion entwickelt hat, bis zu dem Punkt, wo wir auf einmal eine Regierung vor der Nase haben, die Cannabis legalisieren will. Das war nämlich bei den ersten paar Ausgaben nicht der Fall. Ja, da haben wir noch ganz wild über die Legalisierung diskutiert. Ich glaube, die ersten paar Male hatten wir sogar noch eine FDP am Start, die nicht für Legalisierung war. Ja, das kann durchaus sein. Genau, also da kann man wirklich auch ein bisschen Historie erkennen und auch noch vorausgesetzt, hier werden wahrscheinlich viele auch schon ein bisschen Groll wieder haben gegen die Ampelregierung, ja, die Stimmung da draußen, jedenfalls auf Twitter, ist teilweise ein bisschen angespannt und ich kann das auch irgendwie nachvollziehen, weil bis jetzt ist ja noch gar nichts passiert in Sachen Legalisierung, so richtig. Aber ich möchte mal betonen, dass die Leute, die hier sitzen, dafür lege ich die Hand ins Feuer, dass die alle engagiert an der Legalisierung arbeiten. Das sind unsere Zugpferde, auch in ihren jeweiligen eigenen Fraktionen. Ja, ich sage da nicht, alle Grünen und alle FDPler und alle SPDler und alle Linken sind hardcore-mäßige Legalisierer. Aber zumindest die Menschen, die wir hier vor uns sitzen haben, die zuständigen fachpolitischen, drogenpolitischen Sprecher der jeweiligen Fraktionen, sind das, ja, Hardcore-Legalisierer. Wir haben Kirsten Kappert-Gonter hier von den Grünen. Wir haben Dirk Heidenblut von der SPD, Christine Lüttke von der FDP und Artesh Gürpina von den Linken. Einmal Applaus dafür, dass Sie sich hierher begeben haben auf die Mary Jane. Und ich bin Georg Wurt vom Deutschen Handverband. Ihr kennt mich aus den DHV-News wahrscheinlich. Ich muss jetzt nicht viel zu erzählen. Ich übergebe jetzt mal gleich weiter an die Anwesenden. Fangen wir mal an mit Christine Lüttke von der FDP. 3 Minuten. So, also ich schiele immer dann ein bisschen auf meine Uhr, damit ich meine Zeit nicht übermäßig überstrapaziere. Ich bin froh, hier sein zu dürfen. Das ist das zweite Mal, dass ich hier bin für die FDP als Sucht- und drogenpolitische Sprecherin meiner Fraktion. Und wir haben uns eben gemeinsam mit den anderen Ampelfraktionen im Koalitionsvertrag auf die Legalisierung von Cannabis für Erwachsene zu Genusszwecken geeinigt. Das ist ein Ziel, hinter dem ich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr fest stehe und mittlerweile auch der überwiegende Teil unserer Partei und auch in der Fraktion gibt es sehr, sehr viele Unterstützer. Georg Wurt hat es gerade angesprochen. Ich habe eben noch mal gespitzt. Am 13.11.2014 ist im Landesverband Bayern in der FDP Bayern das erste Mal der Entschluss gefasst worden, dass wir die Legalisierung von Cannabis unterstützen. Und dann hat es seinen Weg gefunden, bis der heutige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle das als Juli als junge Liberalenchef am Bundesparteitag eingebracht hat. Und damit hatte sich die FDP auf den Weg gemacht, die Legalisierungsbestrebungen mitzutragen und mit zu unterstützen. Jetzt sind wir eine der 3 Regierungsparteien oder Regierungsfraktionen. Und es ist was in der Mache. Wir 3 sind ja immer regelmäßig schon im Austausch, auch mit dem Bundesdrogenbeauftragten, dem Burkhard Blinert. Wir wissen schon ziemlich genau, wo wir hinwollen. Was wir leider noch nicht so genau wissen, ist, wie es jetzt mit dem Gesetzesentwurf zu Säule 1, ich bin mir sicher, Sie oder ihr habt diese ganze Historie vom 26. Oktober letzten Jahres bis jetzt zum 2. Eckpunktepapier im April diesen Jahres verfolgt. Wisst also, was so der Sachstand ist. Es geht jetzt um den Gesetzesentwurf
Gesetzentwurf zu Säule 1, Entkriminalisierung, Eigenanbau und die Cannabis-Clubs. Und dann soll nach der Sommerpause ein Eckpunktepapier 2 eben für die Säule 2 folgen, wo es dann eben um die Wertschöpfungsketten, die kommerziellen Anbau und Verkauf gehen soll, der für mich, also in meiner Wahrnehmung, ein essentieller Bestandteil der Legalisierungsbestrebungen ist. Das beides gehört zusammen. Für mich geht das eine nicht langfristig ohne das andere. Und das sind so Themen, an denen wir jetzt gerade arbeiten. Wir hoffen, dass Herr Lauterbach sein Wort auch hält und dass der Gesetzesentwurf dann wirklich bald flugs durch die verschiedenen Ressorts durch ist, bei uns auf den Schreibtischen landet. Weil ich glaube, in dem Moment, wo wir ihn auf dem Schreibtisch haben, dann wird es schnell gehen. Weil wir sind uns relativ einig, die Änderungsanträge, die dann vorgenommen werden müssen. Wir wollen hoffen, der Gesetzesentwurf ist gut. Wenn er nicht so gut ist, dann haben wir unsere Ideen schon in petto, würden die noch formalisieren. Und dann kann es aber auch wirklich schnell gehen. Und deswegen ja, freue ich mich jetzt auf Ihre Fragen und bin natürlich bereit, ja, alle möglichen Antworten auch zu geben, sofern ich die Fragen auch gut beantworten kann. Ja, das war super in Time. Der nächste ist Dirk Heidenblut von der SPD. Aber bevor er anfängt, gehen Sie ruhig schon mal vor. Ja, ich muss noch mal hier ein bisschen disziplinieren. Da hinten ist ein wahnsinniges Gelaber irgendwie unterwegs. Hier vorne kommt eine Wand von Gequatsche an. Ich wollte gerade Frau Lüttke fast schon unterbrechen. Deswegen bitte führt eure Gespräche nicht da hinten unmittelbar hinter dem Besucherraum. Sorgt da hinten ein bisschen für Ruhe, sprecht eure Nebenleute an, dass sie bitte da hinten die lauten Gespräche aufhören sollen. Das ist respektlos gegenüber Bundestagsabgeordneten, die sich hierher bewegt haben, um mit uns zu diskutieren. So, mal gucken, ob das irgendwie geholfen hat hier in dieser brodelnden Masse an Zuschauern. Nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, Herr Heidenblut, auf geht's. Ja, erstmal vielen Dank. Und bei der Vorrede wäre jetzt im Bundestag die erste Frage, Herr Präsident, das geht aber nicht von meiner Zeit ab jetzt. Und das Zweite, für uns Abgeordnete ist das gar nicht so ungewöhnlich, dass im Hintergrund laut geredet wird, weil immer dann, wenn wir eine namentliche Abstimmung haben, dann ist am Ende des Sitzungspunktes der Redner oder die Rednerin, die dran ist, mit etwa dieser Atmosphäre betraut. Also insofern, man kennt das so ein wenig. Erstmal bin ich sehr froh, dass ich hier bin. Es wurde ja schon eingeleitet, dass nicht in jeder der drei Fraktionen nur Befürworter sind. Das ist auch bei uns, fürchte ich, immer noch der Fall. Eins, was ja gerade groß nochmal für Unruhe... Attisch, hallo. Du bist aber gerannt, oder? So wie du schwitzt, mein lieber Scholli. Das haben wir ja leider gerade noch mal erlebt, bei dem, was jetzt sozusagen glaube ich, auch bei Twitter und in anderen Stellen viel diskutiert wird, ist der Beschluss der Innenministerkonferenz. Ich will mal direkt da den Stier bei den Hörnern packen. An einer Stelle, da sind wir nicht glücklich mit, aber das ist nun mal so. Das zeigt auf der einen Seite sehr deutlich, dass wir den richtigen Weg gehen, wenn wir die Zustimmungspflichtigkeit vermeiden. Das zeigt auf der anderen Seite, dass wir noch viele zu überzeugen haben. Ich kann aber sehr deutlich sagen, dass das in der SPD-Bundestagsfraktion eine deutlich andere Stimmung ist und dass wir einen sehr klaren Kurs haben, was die Frage angeht, hier weiterzukommen. Und ich will noch ein Zweites sagen und dann höre ich auch mit meinen 3 Minuten schon auf, weil alle wollen bestimmt viele Fragen stellen, weil ein Zweites geht auch im Moment ziemlich rum. Das ist die Frage, wann kommt denn jetzt der Entwurf? Also ganz genau können wir das leider auch nicht sagen. Es gibt aber die Zusage, dass innerhalb der Sommerpause der Gesetzentwurf so vorgelegt wird, dass wir ihn dann im September ins Parlament kriegen. Und ich sage mal, ich glaube, das sage ich für uns drei, wir erwarten, dass genau das passiert. Und für all diejenigen, die sagen, oh, schon wieder Verzögerung. Also es war ja angekündigt, dass er eigentlich noch vor der Sommerpause ins Parlament kommt. Dann tagt das Parlament darüber aber sowieso nicht mehr. Das heißt, die Sommerpause vergeht so oder so. Kommt er also direkt nach der Sommerpause ins Parlament, ist im Zweifel vielleicht eine Woche mehr vergangen, aber am Ende nicht wirklich Zeit verloren gegangen. Und was wir zusagen, was ich auch zusage, ist, dass wir versuchen werden, alles in großer Schnelligkeit zu machen. Deswegen stimmen wir uns jetzt schon sehr intensiv untereinander ab. Und ansonsten freue ich mich auf die Fragen und bin froh, dass ich hier bin. Dankeschön. Bist du soweit? Na gut, okay.
Ich glaube, ein bisschen ruhiger ist schon geworden, aber ich will es nochmal sagen, auch wenn das jetzt vielleicht hier ein bisschen hilflos ist. Ja, ich kann das jetzt nicht da hinten durchsetzen. Wahrscheinlich hören mich die ganzen Quatschleute da hinten auch gar nicht so richtig, aber ich will nur mal zum Protokoll geben, das stört da hinten, das Gelaber. Und vielleicht kann man das noch ein bisschen verlagern, einstellen, wie auch immer. Und ja, wir begrüßen auch Artes Gürpina jetzt hier von den Linken. Er ist gefunden worden, er ist zu uns geschickt worden, hervorragend. Jetzt geht's weiter mit Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen. Ja, moin. Ich bin auch wirklich sehr, sehr froh, dass wir uns hier wieder treffen. Das ist ja das x-te Mal, dass wir hier miteinander diskutieren. Zu Beginn, ich weiß nicht, war das vor 6 oder 7 Jahren? Ja, da ging es ja immer noch darum, die Prohibition ist gescheitert und jetzt brauchen wir mal die kontrollierte Freigabe. Das haben wir dann ja zum Glück im Koalitionsvertrag auch nicht ganz einfach, war das aber verankert. Und dann nahm ja das Schicksal seinen Lauf und ich möchte das mal ausdrücklich auch für mich sagen, ich bin auch mit diesem Zeitverzug, den ich so empfinde, nicht zufrieden. Und ich, ja, Andreas klatscht hier vorne, so ist es ja. Und ich bin auch nicht glücklich damit, dass wir zur Kenntnis nehmen mussten, dass die Mehrheit der Juristinnen davon ausgeht, wenn wir jetzt den großen Wurf machen, den ich nach wie vor für den richtigen hielte, nämlich wirklich zur kompletten Legalisierung zu kommen, zur kontrollierten Freigabe in lizenzierten Fachgeschäften, dass dann die EU uns einen Strich durch die Rechnung macht und wenn dasselbe und der Bundesrat hier ausgesprochen hürdenreich für uns wäre. Ich glaube, war immer meine Position, habe ich auch überall immer vertreten. Ich hätte das auch gewagt, einen Gesetzentwurf fertig zu machen und der EU vorzulegen oder zu gucken, was passiert, wenn man es macht, wie die EU dann reagiert hätte. Dafür, wir haben uns da anders verständigt in diesem Deutschen Bundestag und das heißt, wir stehen da, wo wir stehen. Wo stehen wir? Das haben ja Christine und Dirk gerade schon erläutert. Wir stehen jetzt da, dass entschieden wurde, dass wir 2 Gesetzespakete machen. Das erste ist Entkriminalisierung endlich, ja, Cannabis-Clubs und Eigenanbau. Und ich sage Cannabis-Clubs, das ist erstmal die Verständigung, die im Kabinett so erfolgt ist. Ich kann für mich und die Grünen und auch für die Kolleginnen hier auf dem Podium sagen, wir wollen, dass das Cannabis-Social-Clubs werden, weil wir können uns nicht vorstellen, wo der Sinn dahinter liegen sollte, den gemeinschaftlichen Anbau, was ja richtig und sinnvoll ist, zuzulassen, aber den gemeinsamen Konsum dann nicht zuzulassen. Ja, dann fehlt ja quasi eine ganze Ecke von dem, wofür wir die ganze Chose machen. Was auch im Moment noch einigermaßen unklar ist, wie bürokratiereich diese Cannabis-Clubs, hoffentlich dann Social-Clubs, sein werden, mit wie viel Bürokratie die belegt sind. Im Moment steht in Rede Abstandsregelungen, es stehen bestimmte andere Kriterien noch im Raum, die aus meiner Sicht, und ich glaube, dass ich da auch hier für das Podium spreche, die Hürden zu hoch machen. Warum machen wir denn die ganze Chose? Das machen wir dafür, dass Menschen in diesen Cannabis-Clubs gemeinschaftlich anbauen, da ihr Cannabis beziehen, nicht mehr auf den Schwarzmarkt müssen, wenn man das will. Und es ist ja vernünftig, das zu wollen. Dann darf man die Bürokratie natürlich nicht so hoch machen, dass es nachher nicht mehr geht. Also auch da haben wir wahrscheinlich noch richtig was zu tun. Ich bin auch der Auffassung, dass man das, was in den Cannabis-Clubs zur Verfügung dann gestellt wird durch den gemeinschaftlichen Anbau, dass man das nicht auf Rauchwaren beschränken sollte. Aus meiner Sicht sind Edibles ein Beitrag zur Harm Reduction. Auch da werden wir noch parlamentarische Debatten zu haben. So, das ist das, was passieren wird, wenn dieser Gesetzentwurf
dann durch die Kabinettsabstimmung, das heißt, alle MinisterInnen besprechen sich und vereinbaren das, durchgegangen sein wird und endlich unseren Gesundheitsausschuss, wo wir ja alle gemeinsam sind, erreichen wird, dann beginnt nämlich die parlamentarische Arbeit. Und genau wie Dirk und Christine gesagt haben, je besser der Entwurf ist, umso weniger muss man noch verändern, je schlechter er ist, umso mehr muss man verändern, so ist es halt. Vielen. Und das ist das, wofür wir hier angetreten sind. Und dann gibt es noch die zweite Säule, die Ermöglichung der Modellprojekte in den einzelnen Regionen. Also im Grunde das, was wir in ganz Deutschland haben wollten, soll dann in Modellprojekten sein. Auch dafür erwarten wir den Gesetzentwurf dieses Jahr. Und erwarten heißt, wir haben auch eine Erwartungshaltung an das Bundesgesundheitsministerium, dass dieser Gesetzentwurf entsprechend vorgelegt wird. Dabei will ich es bewenden lassen und freue mich auf die Diskussion. Ja. Danke. Vielen Dank. Damit haben wir auch das, was zuvor an zu kurz reden gewesen ist, wieder reingeholt. Wir sind wieder in der Zeit. Du bist fit genug jetzt, nicht mehr zu verschwitzt und alles. Auf geht's. Es ist nicht nur Schweiß, auch ein bisschen Regen. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich will es nicht nur auf die Berliner S-Bahn schieben. Wenn die drei Kolleginnen und Kollegen gekommen sind, dann liegt es wohl auch ein bisschen an mir. Verzeiht die Verspätung. Ich möchte vielleicht ungewöhnlich für die auch einzige Opposition erstmal mit einem Kompliment anfangen. Ich glaube, wir müssen erstmal anerkennen, dass das ein Riesenschritt ist, der hier gegangen wird, der anscheinend auch, wenn auch nicht in der Form, wie er zunächst versprochen wurde, zumindest eine Legalisierung von Cannabis bedeutet in diesem Land. Ich glaube, dazu muss man einander gratulieren. Das ist der Druck, den ihr aufgebaut habt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist das, was hier aufgenommen wurde und umgesetzt werden soll und zumindest in Teilen umgesetzt wird. Ich glaube, dafür kann man schon mal gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Das Zweite. Ja, genau. Es geht immer, also ihr wisst, ich bin Linker, da geht es immer nur mit Druck aus der Straße beziehungsweise von draußen. Sonst wird im Parlament relativ wenig passieren. Da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Und es geht sogar auch, das kann ich mit den drei Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher Parteien und Fraktionen sagen, dass die drei auch diesen Druck für ihre eigene Koalition und ihre eigene Fraktion brauchen, um deutlich zu machen, dass es an der Zeit ist, zu verändern. Deswegen heißt es natürlich auch, den Druck aufrecht zu erhalten. Ich möchte, weil es mir auch wichtig ist, von der linken Opposition heraus auch einen heutigen Gesetzesänderung kurz einbringen, weil es mir tatsächlich nicht nur um Cannabis geht. Wir hatten heute als Gesetzesänderung quasi nebenbei so ein wenig die Möglichkeit von Drug-Checking in den Ländern. Das ist quasi für Menschen, die sich nicht nur auf Cannabis konzentrieren, tatsächlich ein genauso großer Schritt in Richtung einer logischen, rationalen und menschenfreundlichen Drogenpolitik. Auch dafür Gratulation, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Natürlich von der Regierungsseite aus nochmal eine extra Gratulation. Jetzt komme ich mit der Kritik. Ich hoffe, ich habe immerhin nur die Hälfte mit Komplimenten verwendet. Ich glaube, es ist noch einiges zu tun. Ich will drei Punkte nennen. Das eine ist die Fahrerlaubnis. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, vor allem im Verkehrsministerium liegt. Wir versuchen da jetzt ein Fachgespräch zu machen. Es wird sowas in die Richtung als internes Fachgespräch geben. Da wird behauptet, es ist irgendwie noch ganz viel Wissenschaft zu tun, um zu glauben, dass es mit der jetzigen Regelung so nicht ganz hinhaut. Das sehen wir anders. Und das ist auch für euch, glaube ich, einer der zentralen Punkte. Egal wie legalisiert Cannabis ist, irgendwie muss man auch mal wieder fahren können, wenn man das mal konsumiert hat. Punkt eins. Punkt zwei, glaube ich, dass wir insgesamt ein riesen Reglementierungsproblem haben werden. Ich lag bei einigen Punkten schon falsch. Ich habe zum Beispiel mit Georg Wurt vor einem Jahr ein Interview geführt, habe gesagt, die Länder werden gar nicht mehr so viel Widerstand leisten. Ich lag falsch, die Länder werden Widerstand leisten. Ach Mist, Georg erinnert sich, ich sehe es ihm gerade an. Ein zweiter Widerspruch hatte ich mit einem Kollegen von der Polizei gehabt. Der hat gesagt, ey, ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass wir weniger Arbeit haben werden, weil wir als Linke immer gesagt haben, ey, wir werden weniger Arbeit, ihr werdet weniger Arbeit haben, ihr werdet auf die wichtigen Sachen, was auch immer die wichtigen Sachen bei der Polizei dann sind, konzentrieren können. Und das haben wir nicht. Momentan geht es eher um mehr Reglementierung, was man in den Gesetzentwürfen sieht. Und das halte ich für ein Riesenproblem. Also ich weiß gar nicht genau, wie die Menschen bei mir zu Hause schauen wollen, was ich für Eigenanbaupflanzen produzieren werde, wer da reinkommen will. Ich weiß auch nicht, was zwischen 18 und 21, was für THC-Gehälter dann irgendwie geprüft werden sollen, was momentan alles noch im Gange ist. Das muss alles weg. Nicht nur, als Linker bin ich natürlich sehr polizeifreundlich, aber nicht nur, um die Polizei zu entlasten, sondern um tatsächlich auch ein tatsächlich nicht nur bürgerliches Gesetz zu haben, weil in der Sekunde, wo du so einen Gesetzentwurf machst, dann schadest du vor allem denen, die jetzt schon die ganze Zeit von der Polizei drangsaliert werden, die nämlich überprüft werden können, ob sie genügend Cannabis haben, wie viel THC-Gehalt, wie gesagt, beim Alter und sogar in die Häuser reingehen können. Es wird so nicht umsetzbar sein, da bin ich mir sicher, aber es darf auch nicht nur ansatzweise in die Richtung gehen.
Der letzte Punkt, dann höre ich auch schon auf, sind tatsächlich die Reglementierungen der Länder. Ich finde es gut, ich finde übrigens auch, da bin ich vielleicht mit einigen von euch nicht einer Meinung, ich finde es ganz gut, dass man mit dem Zeug nicht zu viel Profit machen kann. Aber die Idee von diesen zwei Säulen war ja, dass es so ein bisschen an der Länderebene vorbeigedacht werden wird. Und wenn jetzt die ganzen Distanzen und Abstandsregeln und so weiter den Ländern überlassen werden, dann kann ich euch als Bayer schon mal erzählen, was Herr Söder, der wahrscheinlich, wir werden das natürlich nach den Wahlen, bis zu den Wahlen anders sagen, aber nach der Wahl kann man wieder sagen, wahrscheinlich wird die CSU mitregieren, wenn Herr Söder danach sagen wird, wie groß die Abstände zur nächsten Schule sein wollen. Und das müssen wir verhindern. Darauf dürfen die Länder keinen Einfluss haben. Vielen, vielen Dank. So, jetzt habe ich am Anfang gesagt, die Leute hier sind alle korrekte Leute auf dem Podium. Ja, aber ich habe natürlich auch so meine Kritik an dem, was da passiert in der Regierung und was die Minister da so treiben. Ja, das ist sicherlich teilweise was fragwürdig. Kirsten Kappert-Gonter hat es angesprochen. Die erste Frage, die ich eigentlich habe, nämlich der ursprüngliche Plan. Cannabis-Fachgeschäfte in ganz Deutschland, überall für alle Erwachsenen, ist jetzt irgendwie weg. Den hat die Ampel irgendwie verlauterbacht. Mag das jemand verteidigen? Ich habe jetzt einmal schon gehört, okay, die Grünen sind damit nicht einverstanden gewesen, nicht so richtig irgendwie, sie hätten das eher anders gemacht. Wer will das verteidigen, dass jetzt der Plan der Legalisierung tot ist? Ich würde sagen, ich fange erst mal an und dann unterstützt ihr mich gerne. Der Plan ist noch nicht tot. Also in meinen Augen ist das immer noch das Ziel, das wir am Ende der ganzen Bestrebungen erreichen müssen. Und sowohl die Säule 1 als auch die Säule 2 können nur die ersten Schritte sein. Selbst die Modellprojekte können nur ein weiterer Schritt sein hin zur Volllegalisierung. Aber da gilt es dann eben auch vielleicht im kommenden Jahr, auch da heißt es weise wählen, nicht nur bei der Bayerischen Landtagswahl, ne, Artisch, die richtigen Parteien wählen, aber dann auch in der Europawahl vielleicht dafür sorgen, dass hier eine Paradigmenwechsel, dass der auch stattfinden kann, auch auf europäischer Ebene, weil wir sind ja nicht die einzigen in Deutschland, die Legalisierungsbestrebungen im Bereich Cannabis haben. Da gibt es ja durchaus auch noch sogenannte like-minded States, die durchaus einen ähnlichen Weg gehen wollen. Und der Plan der Bundesregierung ist eben mit diesen zusammen auch hier auf die Europäische Kommission einzuwirken, ob man auch die Bewertung von Cannabis im Strafrecht in dem Fall anders gestalten kann, sodass eine Volllegalisierung auf europäischer Ebene dann letzten Endes auch möglich ist. Das heißt, wir nehmen quasi Anlauf und gehen 1, 2 Schritte voran, um dann im Endeffekt den großen Schritt zur Volllegalisierung am Ende noch zu tun. Das Ziel ist immer noch fest im Blick. Wir werden halt ein bisschen länger brauchen. Genau, ein bisschen länger brauchen. In dieser Legislaturperiode ist es tot, nicht forever natürlich, ne, nur für dieses Jahrzehnt. Die Modellprojekte sollen 5 Jahre dauern. Europawahlen sind nächstes Jahr, es kann auch schneller gehen. Ja, und das ist, glaube ich, ein Grundirrtum. Habe ich überhaupt Saft? Jetzt? Also Artisch und ich, wir teilen uns ein Mikrofon, deswegen kann ich nicht so schnell sein wie ihr. Das ist überhaupt ein Grundirrtum. Wer hebt dir den Vorschlag? Das ist gelassen, ja, danke, ich hätte danke, ja ein Mikro Chris, gehabt. Die 5 Jahre, die da angesetzt sind, die sind keineswegs der Abwartezeitraum dafür, dass wir bei dem anderen Punkt weiterkommen wollen, sondern die 5 Jahre sind ein realistischer Zeitraum, um sozusagen Modellprojekte zu bewerten, Evaluationen zu machen, ähnliches mehr. Das klare gemeinsame Ziel, und das ist auch unstrittig, sobald wir die Möglichkeit sehen, mit der EU da zu einem anderen Verfahren zu kommen, und wir sind auch ständig auch mit den Parlamentariern aus anderen EU-Ländern im Gespräch, sobald das so ist, gehen wir auch in der Zeit der Modellprojekte dann weiter vor und binden das Ding ab. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir machen Säule 1, dann relativ parallel, das haben wir noch nicht angesprochen, aber das ist ganz klar der Wunsch, dass das jetzt auch sehr schnell gemacht wird mit dem zweiten Gesetz, relativ parallel Säule 2 und dann warten wir mal ab, bis Säule 2 durch ist, also sozusagen einschließlich der kompletten Evaluation. Das ist nicht das Ziel. Unser Ziel ist weiter, so schnell wie möglich die vollständige Legalisierung zu erreichen, weil nur die wirklich den sozusagen vollen Sinn macht. Aber wir haben einsehen müssen, und es war eben nicht nur das Lauterbach-Ministerium, ich will das nur wenigstens einmal gesagt haben, wir haben einsehen müssen, dass das offensichtlich von den meisten bezogen auf die EU, und ich glaube, wir alle drei hätten am liebsten direkt den ersten Schritt getan, also den Gesamtschritt, wohl nicht
gut funktioniert. Und ich sage nochmal, Atisch hat es gerade auch angesprochen, wenn wir sehen, wie die Länder sich positionieren, ist es vielleicht auch da, nicht nur in der EU, sondern auch innerhalb der Bundesrepublik durchaus problematischer, den Gesamtschritt sofort durchzuziehen, weil der Bundesrat da sicher zustimmungspflichtig wäre. Das muss man ganz klar sagen. Gut, ganz kurz, da würde ich mal gerne eine von den fiesen Nachfragen stellen an Herrn Heidenblut. Nämlich, das ist ja eigentlich Lauterbachs Story, da der sagt, also das Ganze ist nicht mit EU-Recht vereinbar. Jedenfalls hat er von geheimen Gesprächen gesprochen mit der Kommission, die vertraulich sind, über die man nicht reden darf. Und wenn man die Kommission fragt, sagen die, wir sagen dazu nichts, solange kein Gesetzentwurf da ist. Ja, wir haben da noch nie, wir nehmen da gar keine Stellung dazu, solange da irgendwie kein anständiger Plan hingelegt wird. Und Lauterbach sagt einem, ja, nee, das machen wir aber auch nicht, weil die EU-Kommission das nicht will. Sie klangen jetzt so von wegen, ja, wir mussten das alle einsehen. Das heißt, Sie folgen dem, dass das nicht mit EU-Recht vereinbar ist, obwohl die EU das selber noch gar nicht so offiziell sagt. Nein, wir haben ja durchaus auch unsere eigenen Recherchen gemacht, sage ich das mal. Also abgesehen davon, dass wir mit den Parlamentariern auf EU-Ebene gesprochen haben, auch mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Kommissionsbereich gesprochen haben. Aber natürlich haben wir nicht nur das Lauterbach-Ministerium, sondern auch die Ministerien, das Gesundheitsministerium ist ja das Einzige, was sich mit EU-Recht beschäftigt. Das ist ja auch das Rechtsministerium, das ist auch das Innenministerium, das sind viele. Die haben wir alle gebeten, sich den Sachverhalt anzugucken. Und die kommen, sage ich mal, nicht unisono, aber zumindest in der deutlich überwiegenden Mehrheit zu der Einschätzung, dass so wie das EU-Recht derzeit aufgebaut ist, es nicht möglich sein wird, das durchzusetzen. Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit. Also wir hätten hergehen können, dass wir sagen, wir machen das Gesamtgesetz und wir legen es der EU vor. Dann haben die eine gewisse Zeit an Monaten, um darauf zu reagieren. Und danach können wir halt sozusagen weitermachen. Aber zumindest die Reaktionszeit müssen wir abwarten. Das verzögert den Prozess. Reagieren die erwartungsgemäß negativ, haben wir ein Problem. Und insofern haben wir gesagt, dann gehen wir zunächst mal sozusagen andere Schritte, ohne diesen Schritt weiter aufzugeben. Okay. Aber wir hören nicht nur auf das, was wir vermeiden, aus dunklen Kanälen gehört. Cool. Also demnach habe ich den Messenger erschossen und Lauterbach hat nur die gemeinsame Erkenntnis der Gesamtregierung auch mit der anderen Ministerien quasi verkündet, ne, war derjenige, der es ausgesprochen hat und ja, jetzt das aushalten muss, dass ich die Nachfrage stelle sozusagen. Letztlich koordiniert das Ministerium für Gesundheit, also das ist schon ein hochkomplexes Gesetz, an dem im Übrigen, glaube ich, so viele Ministerien beteiligt sind, wie an kaum einem anderen Gesetzesvorhaben. Letztlich koordiniert das Bundesministerium für Gesundheit und damit muss natürlich Karl Lauterbach gerade stehen am Ende für die Ergebnisse. Aber, und das sieht man auch im jetzigen Prozess wieder, wenn nicht die anderen Ressorts beteiligt würden, hätte das Gesundheitsministerium halt den Entwurf, den sie haben, vorlegen können. Er beteiligt schon alle anderen sehr deutlich in den Schritten und beim EU-Recht, weiß ich sicher, hat er sich sehr abgestimmt mit den Ministerien, die im Zweifel im EU-Rechtsbereich auch eher zu Hause sind. Okay, danke. Ja, uns ist es ist quasi, wie es ist, ja. Also es gibt ja sowas wie die normative Kraft des Faktischen. Dieses Kabinett hat entschieden, es wird keine Volllegalisierung geben mit dem Risiko, die EU kassiert das. Das kann man politisch so und so bewerten, aber es ist jetzt der Fall. Und dann war ja zu entscheiden, auch wieder politisch, was machen wir denn? Ja, strecken wir quasi die Segel und sagen, ja, dann geht's nicht? Oder sagen wir, dann machen wir wenigstens das, was geht? Und ich stimme schon zu, die Kritik ist ja, das, was ihr da jetzt in Säule 1 macht, das hättet ihr mal dann auch gleich am Anfang machen können. Und ich finde, wenn man sozusagen das antizipiert hätte, wo wir jetzt sind, ist das einfach ein wahres Wort gelassen ausgesprochen, ja? Nur wir waren angetreten für die Komplettlegalisierung. Und das, was damals gesagt wurde als Argumente, dass das ist, was wir sozusagen, was sinnvoll ist, ja, um insgesamt allen Menschen die Chance zu geben, gute Produkte deklariert zu erwerben, das stimmt ja nach wie vor. Und wir waren ja zusammen hier, Dirk war leider nicht dabei, aber wir anderen alle, sowohl in Kanada als auch in Kalifornien. Und das, was wir da sehen, das funktioniert, das ist gut, das ist sinnvoll und natürlich wollen wir das genauso irgendwann in Deutschland haben. Und ich will als Letztes sagen, auch EU-Recht ist ja nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern Gesetze werden von Parlamenten gemacht. Und da kommt es auf Mehrheiten an. Und deshalb werden wir da natürlich dran weiterarbeiten. Willst du da nochmal reinhauen? Ja, also
Also ich glaube tatsächlich, dass es eben unterschiedliche Persönlichkeiten im Kabinett gibt, auch in den Parteien, und die sozusagen teilweise dankbar aufgenommen haben, dass die EU das irgendwie kritischer gesehen hat. Ich halte das für falsch. Es ist irgendwie mutlos, und es gibt ein Problem, was sozusagen eine Konsequenz sein könnte, und die hat... Vielleicht habe ich die zweite Säule noch nicht ganz kapiert, die Modellregion, aber die hat was mit den Modellregionen zu tun. Wir haben in Kalifornien, du hast erzählt, Kalifornien und Kanada erlebt, und da war das Spannende gewesen, dass die Legalisierung selbst von Republikanern, und ihr kennt zumindest USA, habt ihr schon mal was gehört, wie die politisch so da sind und so weiter, also jetzt nicht unbedingt irgendwie progressiv in keinster Weise, dass selbst die das nicht mehr als Wahlkampfthema nutzen, es zurückzudrehen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn es mal da ist, ist es da. Und es wird sozusagen jetzt als populistische Gegenmaßnahme von, wir haben halt Wahlen in Bayern und Holleczek versucht das jede Sekunde irgendwas dagegen zu tun, aber es ist nichts, was ich dann wirklich wieder zurückdrehen würde. Und ich habe eine Schwierigkeit mit sogenannten Modellregionen, und es wäre halt klasse gewesen, wenn es bei uns auch wirklich fertig gewesen wäre, das Projekt, wenn die nächste Wahl erreicht ist, weil Modellprojekte kann man zurückdrehen. Und ich kapiere sie tatsächlich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie die Modellregionen aussehen sollen, dass dort eine Produktion, also wie sozusagen das Ganze mit Handel und so weiter funktionieren soll. Es wird zumindest zurückdrehbar sein. Und das könnte was sein, was uns 2025 Probleme macht, was natürlich jetzt eine Wahlwerbung jetzt für alle vier Parteien hier bedeuten würde. Aber wir dürfen das Ding nicht mehr zurückdrehbar machen. Und das ist mit dieser zweiten Säule möglich geblieben. Und das ist sozusagen meine große Sorge. Das heißt natürlich, dass wir versuchen würden, darum zu kämpfen. Und ansonsten, also ich finde diese erste Säule, ich finde auch quasi, das habe ich eben schon so ein bisschen am Rand gesagt, weil ich weiß, dass es hier nicht überall auf Zustimmung stößt. Ich sage es aber nochmal, ich finde die Idee von unkommerzialisierten Cannabis Social Clubs sehr, sehr gut. Ich finde, da weiterzudenken ist super, aber wenn man den nächsten Schritt gehen will, hätte es eben Erfolg, also hätte es sozusagen progressiver sein müssen, und das ist nicht passiert. Gut, jetzt haben wir die Macht des Faktischen, ja, die haben wir hier auf dem Podium natürlich auch, müssen uns auch damit auseinandersetzen, was jetzt halt geht und was das Kabinett jetzt uns da hingelegt hat. Aber da stellt sich die Frage, was haben die denn jetzt eigentlich hingelegt, beziehungsweise was hat geleakt? Ja, irgendwas hat da geleakt, wir haben jetzt irgendeinen Entwurf gesehen. Lauterbach hat davon gesprochen, dass jetzt, also kurz bevor der Leak kam, dass jetzt die Abstimmung zwischen den Ministerien stattfindet. Die Ressortabstimmung, also zwischen den Ministerien, offiziell, ja, da auf dem Bundestag ist so eine schöne Timeline, wie ein Gesetz entsteht. Das heißt, man macht erstmal eine Einigung in einem Ministerium, im federführenden BMG in dem Fall, ja, die sind sich irgendwann einig und sagen, das ist jetzt unser Gesetzentwurf, den geben wir an die anderen Häuser, die geben ihren Senf dazu. Dann kommt der Kabinettsentwurf, wo Scholz mit seinen Ministern alle zusammen sagen, Regierung, wir sagen jetzt, das ist unser gemeinsamer Entwurf und wir haben uns darauf geeinigt. So, jetzt dachten alle ganz lange, wir haben jetzt da diesen Entwurf, der sich in dieser Kabinettsabstimmung befindet mit den anderen Ministerien. Jetzt hören wir aus verschiedenen Richtungen von Leuten, die damit zu tun haben in den Ministerien, dass das noch gar nicht dieses Stadium ist, dass es sich bei diesem Leak um einen Vorentwurf handelt, der den anderen Ministerien schon mal zur Information bereitgestellt wird, aber der eben noch nicht dieses geeinigte Papier innerhalb des Ministeriums ist. Das stimmt nicht, seid ihr euch alle einig? Ja, das ist jetzt tatsächlich, wie ich eben skizziert habe, der offizielle BMG-Entwurf. Also das ist das, was vom BMG gekommen ist. Das Problem an diesem Entwurf, und ich habe das vorhin schon mal deutlich zu machen versucht, ist, das wird zwar im BMG federführend gemacht, es gibt aber eine Menge Aspekte, die kann in diesem Fall, und deswegen, wer den geleakten Entwurf gesehen hat, und damit meine ich nicht den, wo 420 oben drüber stand, das war sozusagen der hätte geleakt werden sollen, möglicherweise, keine Ahnung, der hat gesehen, dass es Leerfelder gibt. Also es müssen eine Reihe Dinge zum Landwirtschaftsbereich geklärt werden, wo es im BMG gar keine Fachleute für gibt. Das heißt, wir haben eine etwas andere Ressortabstimmung als sonst, weil die einzelnen Häuser noch Einzelaspekte beitragen müssen. Aber vom Prinzip läuft genau der Weg, und wenn die sich jetzt sozusagen, wenn die jetzt den Knoten durchgeschlagen haben, dann ist das, was an die Verbände und dann eben auch an den Bundesrat, dass das, was den nächsten Schritt geht. Also es ist ein bisschen anderer Prozess, deswegen auch für uns ein bisschen schwer verständlich manchmal an der einen oder anderen Stelle. Klassisch ist halt so ein Gesetz wie das Alp-VVG, da kriegen wir alles vom Bundesministerium vorgestellt.
hügelig, dann ist auch klar, wenn das BMG sich einig ist, dann ist, geht das zwar auch ist noch in die... Ist das Arzneimittellieferengpassgesetz, was wir heute beschlossen haben, wo Drug-Checking jetzt endlich drin ist. Genau, ja. Ich bin gerade schon drüber gestolpert, deswegen habe ich nur noch die Abkürzung gesagt. Aber der Klassiker ist halt, das BMG hat die Fachabteilung alle, macht das und dann kriegen wir das sozusagen und die Ressorts gucken eigentlich nur drüber, ich sage jetzt mal das Rechtsressort, ob eine wirkliche rechtliche Unsicherheit drin ist. In diesem Fall mussten aber andere Zulieferungen gemacht werden. Deswegen ist der Weg ein bisschen anders, aber es ist schon genau das, was in der Ressortabstimmung normalerweise läuft, mit Zulieferung der entsprechenden Punkte. Und das ist das, was dann ins Kabinett hoffentlich geht, was da dann mal rauskommt. Okay, dann sind die Gerüchte nur Gerüchte. Haben wir das auch geklärt. Ich habe jetzt so ein bisschen das Problem, dass ich hier jetzt durchmanagen muss, dass einzelne Podiumsteilnehmer früher los müssen. Hat sich erledigt? Oh cool, ja, das hat also nur noch eine. Ich will es mal einmal nur erläutern. Ja, ich bin ja auch noch parallel in Koalitionsverhandlungen in Bremen, wo wir Rot-Grün-Rot erneut verhandeln und ich muss da morgen früh wieder sein. Und ich nehme jetzt den letzten Zug, der mich bis Mitternacht nach Bremen fährt. Da muss ich aber um 15:45 hier los, ist halt wie es ist. Gut, ja? Okay, aber das erleichtert die Sache ein bisschen, dass ich nicht zwei so Stufen da drin habe sozusagen. Dann können wir uns so ein bisschen entspannen hier. Aber es ist so schön hier, da bleibt da noch mal länger, super. Da würde ich jetzt gerne mal der Reihe nach durchgehen. Wir haben uns ja jetzt alle schon ziemlich lange mit diesem Leak-Ding befasst und mit 1000 Details, die da drin stehen. Ein paar Sachen sind schon angesprochen worden, zum Beispiel Konsum vor Ort verbieten im Social Club. Ja, soll ja auch nur ein Anbauclub sein, lauterbachisch. Aber ich würde gerne mal durch die Reihe durchgehen und hier mal hören, für die einzelnen Fraktionen, was so vielleicht die Top 5 wichtigsten Punkte sind, die sofort einfallen, ins Auge springen, die unbedingt geändert werden müssten an dem jetzigen Entwurf. Vielleicht von links nach rechts von mir aus gesehen. Ja, ich habe das ja eben in meinem Statement schon gesagt. Also aus meiner Sicht müssen Cannabis-Clubs Cannabis-Social-Clubs werden. Argumente habe ich gerade gebracht. Das zweite ist, dass man für die dann hoffentlich Cannabis-Social-Clubs diese bürokratischen Verhinderungslinien, die da im Moment noch drinne stehen, eben rausstreicht, zum Beispiel was die Abstandsregeln anbelangt. Ja, dann wäre notwendig, auch das habe ich eben kurz erwähnt, dass man diese irgendwie Angst vor Edibles mal überwindet und sagt, Leute, die Cannabis konsumieren wollen, aber es nicht rauchen wollen, dass die dann selbstverständlich auch über die Cannabis Social Clubs da entsprechend Darreichungsformen zur Verfügung gestellt kriegen, damit nicht jeder zu Hause in seiner Küche auch noch backen muss, ja. Genauso wie nicht jede Person selber irgendwie Tomaten anbauen möchte oder Cannabis, möchte auch nicht jede Person abends noch da irgendwie Bonbons rühren oder so, ja. Ist halt so, also muss das da auch möglich sein. Dann, was Attisch gesagt hat, die Sache mit dem Führerschein. Aus meiner Sicht ist es notwendig, wenn das nicht in diesem Gesetz stünde, sondern ein eigenes Gesetz wäre, dass das spätestens parallel eingebracht wird, wenn es nach mir, aber auch uns ginge, schon vorher. Ja, das wäre was, was man auch separat lösen könnte und lösen müsste. Also das wären die Punkte, die ich am elementarsten fände. Ach so, und das, aber da habe ich mich auch schon häufig zu eingelassen, das will ich hier auch nochmal wiederholen, diese Differenzierung von wie alt muss man sein, für welchen THC-Gehalt, auch das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht plausibel. Also wenn wir diese ganze Geschichte ernst nehmen, dass wir wollen, dass Menschen nicht mehr auf den Schwarzmarkt gedrängt werden, wieso soll man dann gerade die 18- bis 21. irgendeinen 20-Jährigen auf Schwarzmarkt irgendwie verweisen? Das ist in sich überhaupt nicht schlüssig und auch das wäre etwas, was ich zumindest empfehlen würde, was wir da rausstreichen. Ob das gelingt, wissen wir nicht. Ja? Das ist erstmal Positionierung, für die wir kämpfen. Okay, danke. Falls das irgendjemandem gefallen hat, dürft ihr auch das zeigen. Du bist echt ein netter Moderator, ja. Und ja, genau, da können wir auch machen. Ja. Lauter Applaus. Okay, weiter geht's. Also das
allererste, was ich aus dem Gesetzesentwurf rausstreichen würde, wäre der Begriff Suchtcannabis. Das ist was, wo ich sage, das muss aus diesem Entwurf definitiv raus, hat da drin gar nichts verloren. Hier geht es um Cannabis zu Genusszwecken. Das hat erstmal nichts mit Suchterkrankungen zu tun. Cannabis, das konsumiert wird, ist ein Genussmittel und in dem Moment würde ich tatsächlich Suchtcannabis rausstreichen. Zweites Thema ist für mich auch diese THC-Obergrenzen, gerade für die Heranwachsenden. Das macht in meinen Augen keinen Sinn, weil ich meine, jemand, der Cannabisprodukte mit höheren THC-Werten genießen will und sie dann nicht legal bekommt, der wird sie sich weiterhin illegal besorgen müssen. Und damit haben wir für den Gesundheitsschutz gerade dieser vulnerablen Gruppe gar nichts gewonnen. Das heißt, da wäre ich auch möglichst liberal, würde sagen, keine THC-Obergrenzen, weder für die Erwachsenen noch für die 18- bis 21-Jährigen. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Ich bin auch keine große Verfechterin der strikten Besitzobergrenze. Wir regeln auch nicht, wie viele Flaschen Wein oder Schnaps oder Bier jemand in seinem Keller aufbewahrt. Wieso sollte das bei Cannabis anders sein? Das heißt, da kann ich diese monatliche Abgabemenge, damit kann ich leben, aber es interessiert mich nicht, ob der Mensch die in diesem Monat konsumiert oder ob er sie aufbewahrt, ob er da eine was auch immer damit macht, wie gesagt, da würde ich möglichst liberal rangehen. Und dann natürlich die Entbürokratisierung, wenn es um die Cannabis-Clubs geht. Auch da sehe ich die große Sorge oder teile auch die Sorge. Und wir Linken sind uns ja mit, FDP, sind uns mit der Linken ja nicht immer einig. Ihr merkt, der Tag war lang. Wir Linken, nein, wir in der FDP sind uns mit den Linken ja seltenst einig. Aber hier denke ich auch, das darf nicht erstickt werden. Die Cannabis-Clubs dürfen nicht erstickt werden. Wir wollen, dass die Leute legal Cannabis beziehen können, dann muss es auch ein System sein, das funktioniert. Und wenn die bürokratischen Hürden so hoch sind und die Risiken auch so hoch sind und der Invest so hoch ist, dass diese Clubs nicht von den Mitgliedsbeiträgen und dem, sage ich mal, Selbstkostenpreis leben können und dann auch nicht in der Lage sind, wenn schon keinen Gewinn, zumindest eine gewisse Art von Rücklagen bilden zu können, um im Notfall, wenn mit der Ernte was ist, auch reagieren zu können, dann glaube ich, ist es kein tragfähiges System. Also das müssen wir uns ganz genau anschauen und dann, ich glaube, Sie oder ihr wartet alle darauf, natürlich die Grenzwerte. Die müssen im Straßenverkehr, die müssen auf ein sinnvolles Niveau angehoben werden. Ich bin auch sehr glücklich, dass Volker Wissing in der letzten Regierungsbefragung und auch in den nachfolgenden Gesprächen zumindest zu erkennen gegeben hat, dass das Problem erkannt ist, dass wenn wir an den Grenzwerten nichts machen, dass wir dann die Prohibition über die Hintertür, über Straßenverkehrsrecht haben. Wie die Lösung dann exakt aussehen will, da sind wir intern auch noch ordentlich am Druck aufbauen, aber auch da ist der Druck von außen sicherlich hilfreich. In meinen Augen ist das eine klare politische Entscheidung, die getroffen werden muss. Jetzt da nochmal zusätzlich schleifen, über irgendwelche Gutachten und Wissenschaftler einzuholen, das glaube ich macht keinen Sinn. Wir wissen ja, dass es in anderen Ländern auch gut funktionieren kann und hier muss man einfach eine Entscheidung treffen und in meiner parlamentarischen Arbeit arbeite ich da auch in meiner Fraktion drauf hin und hoffe, dass wir da baldmöglichst zu einem guten Ergebnis kommen. Alle 3 Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 174.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Einfach online anmelden unter handverband.de. Schluss mit Krimi, Cannabis normal. Ja, die Sache mit dem Suchtmittel, ganz kurz, Suchtcannabis, ja, fand ich super, weil ich habe gerade gestern noch die Diskussion geführt, ich war ja bei so einer Drogenberatungsstelle auf dem Jubiläum irgendwie unterwegs, wo auch von Suchtmittel gesprochen wurde und ich sage, Suchtmittel ist ein beklopptes Wort, kein Mensch nimmt irgendeine Substanz, um süchtig zu werden, ja, als Mittel, um süchtig zu werden und in diesem Gesetzentwurf steht ja nicht nur Suchtcannabis, sondern eine Abgrenzung zu Cannabis als Medizin, auch dann eben Cannabis zu Suchtzwecken, ja, das habe ich überhaupt noch nie gehört, Cannabis zu Suchtzwecken, steht im Gesetzentwurf drin. Schön, dass Sie das angesprochen haben, dass dieses Wording da alleine raus muss. Ja, kompletter Stuss. So, jetzt, Herr Heldenblut, Ihre Top-Änderungswünsche. Ja, also zunächst mal kann ich mich im Grunde nahtlos denen meiner Vorrednerinnen anschließen.
mit der Ausnahme, dass ich nicht die Absicht habe, zu den Linken zu wechseln, Christine. Ich weiß nicht, wie du dann in deiner Fraktion noch was hinkriegst. Aber das können wir ja mal schauen. Der Artisch hat sich schon super gefreut, hat mir auch gerade zugezischt. Er hat einen Aufnahme. Ich weiß auch nicht, ob die Linken sich da so freuen würden. Also, ich will das jetzt nicht alles wiederholen, weil das kann ich alles so unterstreichen. Da sind wir nicht weit auseinander. Ich würde es gerne nochmal auf den strafrechtlichen Part beziehen. Ich glaube, auch an der Stelle ist es viel zu kompliziert. Es macht überhaupt keinen Sinn, dann über 25 Gramm sofort wieder das Strafrecht wirken zu lassen. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, im Jugendbereich noch irgendwas mit Strafe zusätzlich vorzusehen oder ähnliches mehr. Ich finde, das muss auch da völlig anders sein. Ich denke, es ist okay, wenn man da sozusagen eingesammelt kriegt, was man mitführt, weil man es ja nicht mitführen sollte. Aber es ist an der Stelle auch nicht okay, wenn das irgendwelche Strafen oder solche Maßnahmen nach sich zieht. Wir haben über die Frage CSC schon sehr ausführlich gesprochen. Ich glaube, dass da auch, weil wir bei den Vorschriften, wer den CSC machen darf, wie die Vorstände belastet sein werden, welche Voraussetzungen sind, müssen wir sehr aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, sodass am Ende sich niemand mehr traut. Unser Interesse ist ja, dass es CSC, also mein Interesse auf jeden Fall, ich glaube, ich kann sagen, unser Interesse, dass es CSCs gibt und dass eben die Leute sich auch trauen, das zu machen und da auch dazukommen. Aus meiner persönlichen Sicht ist allerdings die Führerscheinfrage auch deshalb eine ganz zentrale Frage und im Vorfeld eine ganz zentrale Frage, weil die betrifft auch diejenigen, die jetzt schon legal Cannabis zu sich nehmen. Das sind nämlich die, die Cannabis als Medizin zu sich nehmen. Und vor dem Hintergrund geht es ja an der Stelle darum, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn jemand ein Auto nicht mehr führen kann, egal warum, dann sollte das auch nicht mehr geführt werden und muss im Zweifel der Führerschein weg, wenn man es trotzdem macht. Aber wenn jemand ein Auto führen kann, dann muss das eben auch erlaubt sein und dann können nicht irgendwelche Werte, und beim Cannabis wissen wir alle, wie das läuft, dazu führen, dass man das sozusagen als Nebenstrafrecht verwendet und bei Menschen mit Cannabis als Medizin nochmal besonders. Ich will als letzten Punkt dann, ich hoffe, dann habe ich 5, bei dem bleiben. Weil ich glaube, wir haben jetzt was getan für Cannabis als Medizin, aber das kann nur ein Einstieg sein. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch mit dem Gesetz, entweder parallel zu dem Gesetz oder mit dem Gesetz, auch für die Patientinnen und Patienten bezogen auf Cannabis als Medizin noch bessere Vorgaben finden und regeln, also der Genehmigungsvorbehalt im Zweifel komplett wegkommt, weil das ist auch ein ganz, ganz zentrales Thema. Und ich warne immer davor zu glauben, der Eigenanbau ersetzt das dann. Das ist nicht der Fall. Cannabis als Medizin muss man in der Apotheke bekommen und auch verordnet bekommen und dann auch bezahlt bekommen können. Und vor dem Hintergrund wäre das so ein Punkt, der ist mir auch noch zu dünn im Gesetz. Dann müsste man halt im Zweifel separat machen. Ja, herrlich. Ja, immer wirklich die Leute, die wissen, wovon sie reden. Ja, keine dieser Fragen ist hier abgesprochen. Ja, so genau meinte ich das gar nicht mit den 5, aber zack, 5 Themen hingelegt. Wunderbar. Du bist jetzt nicht verantwortlich für das Ergebnis am Ende. Ich nehme an, du hast trotzdem den Entwurf mal dir angeguckt und ein bisschen was dazu zu sagen. Ja, wobei ich jetzt tatsächlich nicht immer alles wiederholen will. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass vieles von dem, was meine Vorrednerinnen gesagt haben, ich mich anschließen würde, habe ein paar Sachen auch schon oben gesagt. Also von Distanz zu irgendwelchen Schulen hin zur Reglementierung bei irgendwelchen Ländern. Und so weiter muss ich, glaube ich, die Begrifflichkeiten sowieso, ich würde es ungern wiederholen wollen. Ich will vielleicht nochmal einen anderen Ansatz liefern, wo du Dirk angefangen hast, wer im CSC, wer da im Vorstand oder hoffentlich nicht CSC-Vorstand sein darf und wer nicht. Auch das hatten wir in Kalifornien erlebt, oder in Kanada war es, glaube ich, gewesen, dass es natürlich eine Art, dass es auch Möglichkeit ist für Menschen, die davor bestraft wurden, aufgrund von Cannabisbesitz und so weiter und so fort, es hört sich nämlich blöd an, Wiedereingliederung zu sagen, dort quasi eine Beschäftigung zu finden, die legalisiert wurde. Und genau, also eigentlich müsste man genau das Gegenteil von dem machen, was momentan in dem Bereich im Gesetzentwurf steht, eben eine Art Wiedereingliederungsmöglichkeit und vor allem von Menschen, die sich ja nicht von ungefähr auch damit schon auskennen. Also es wäre irgendwie sinnvoll, diese Menschen mit einzubeziehen, als anstatt davon auszugrenzen. Und das würde mich sozusagen zum zweiten großen Punkt, nach dem Motto, wir Linken wollen immer noch ein bisschen mehr, wir dürfen bei Cannabis nicht aufhören. Und ich halte es, also das wäre so ein bisschen die Bitte auch an euch, weil ich glaube, dass eine Entkriminalisierung von Drogen eigentlich die Richtung sein sollte, in die es geht. Und ich verstehe, vor allem wenn irgendwelche Ministerpräsidenten aus Bayern von Crystal Meth reden, dass es irgendwie schwierig ist, in der gesellschaftlichen Situation zu sagen, und eigentlich wollen wir noch viel mehr. Ich halte es aber eigentlich, und das sage ich ihr in dem Raum, für dringend nötig, eine Entkriminalisierung aller Drogen voranzutreiben, weil du damit den Leuten hilfst,
die tatsächlich Probleme haben. Du schaffst mit der Entkriminalisierung den Menschen nur Vorteile und versuchst sie nicht noch zusätzlich irgendwie in die Kriminalisierung reinzuziehen. Und das will ich, also ich träume davon, dass es irgendwann umgesetzt wird. Ich weiß, das wird noch ein bisschen dauern, aber die ersten Schritte sind sowas wie mit Drug-Checking gemacht. Es gibt eigentlich nur gute Beispiele aus anderen Ländern. Und deswegen ist das für mich sozusagen eigentlich der nächste Schritt, den wir gemeinsam gehen müssen, die Menschen zu entkriminalisieren, die andere Drogen nehmen. Das wird übrigens letztendlich überall helfen und nicht zuletzt dort, wo andere Drogen produziert werden, in Südamerika und in Asien, wo es krasse Zustände sind, unter welchen Umständen sowas hergestellt wird. Deswegen ist so eine Entkriminalisierung quasi der nächste Schritt und für den kämpfe ich. Das waren glaube ich nicht 5 Punkte, aber ich nehme die alle und ich packe meinen Koffer und nehme die Entkriminalisierung aller Drogen noch dazu. Dankeschön. Ich glaube, die Frage habe ich gleich nochmal. Ich habe noch 2 Fragen jetzt selber im Koffer sozusagen, beziehungsweise mir gerade spontan zusammen fantasiert. Dann seid ihr dran. Die eine betrifft Thema Datenschutz. Ich glaube, wenn jetzt nicht gerade in dem Moment jemand Datenschutz gesagt hat, als ich damit beschäftigt war, Datenschutz auf meinen Zettel zu schreiben, hat es noch keiner gesagt. Frau Lüttke, Sie haben gesagt, Sie könnten sich da mit der Besitzobergrenze schon oder Verkaufsobergrenze durchaus vorstellen. Dann haben wir ja in diesem Gesetzentwurf den Fakt drinstehen, dass man nur in einem Club Mitglied sein darf. Das Ganze riecht nach Schnüffelei des Staates in den Daten. Ja, am Anfang wurde mal gesagt, auch von Herrn Lauterbach, hat keinerlei Daten über die Mitglieder, auch über deren Verbrauch, wie viel haben die gekauft und so weiter, aber auch überhaupt, dass sie Mitglied sind, an irgendwelche staatlichen Stellen geraten sollen. Außer natürlich der geschäftsführende Vorstand, der unendlich durchleuchtet wird auf irgendwelche Verfehlungen. Aber die normalen Mitglieder, ne, hieß es Datenschutz. Aber gleichzeitig heißt es, die dürfen nur in einem TSC Mitglied sein und die dürfen nur so und so viel pro Monat irgendwie sich besorgen. Wie soll das funktionieren, ohne dass staatliche Stellen auf Daten zugreifen? Da würde ich gerne mal noch was zu hören. Ja, super, fangen wir mit dir an. Danke. Also zunächst will ich zumindest eines mal sagen. Wer sich im Vereinsrecht bewegt, weiß, dass Mitgliederlisten führen und die Mitglieder auch namentlich festhalten, absolut üblich in Vereinen ist. Das ist jetzt nichts völlig Ungewöhnliches. Im Übrigen auch, wenn auch mit unterschiedlicher Stärke, aber es gibt durchaus Vereine, bei denen auch Führungszeugnisse zum Beispiel von Vorstandsmitgliedern verlangt werden, wenn sie zum Beispiel in der Erziehungsarbeit tätig sind oder ähnliche Dinge machen. Also es ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich, dass man bestimmte Voraussetzungen an bestimmte Vereine knüpft. Dennoch führt das eben nicht dazu, dass die Vereine am Ende ihre Listen und alles, was sie haben, mal eben allen Behörden offenlegen müssen. Und wir müssen auch hier ein vernünftiges Verfahren finden, dass es auf der einen Seite, das ist ja auch im Interesse der Vorstände der Vereine, möglich macht, den Verein vernünftig und sinnvoll zu führen. Da sind ja ganz viele Fragen, ne? Also wie wird das mit der Beitragseinzug dann stattfinden und so weiter. Dazu brauche ich als Verein auf jeden Fall Daten. Da komme ich gar nicht umhin. Also wie das möglich wird, ohne dass wir am Ende die Menschen wieder davon abhalten, in CSCs zu gehen, weil sie die Sorge haben, dass das genau sozusagen das Einfallstor ist und sich dann im Zweifel die Staatsanwaltschaft, die Behörden sozusagen die Listen kommen lassen und gucken und sagen, guck mal, da hat einer 50,1 Gramm, klasse, können wir morgen kassieren. So, also entweder den Verein oder den, der es gemacht hat. Das genau darf nicht passieren, da muss man nochmal über sehr gute Möglichkeiten nachdenken. Ich kann aber, sagen wir mal, aus Erfahrung mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen sagen, unser Datenschutzbeauftragter hat da sozusagen, also der wird da sehr genau drauf achten, dass wir sicherstellen, dass das Ganze so abläuft, dass eben hier nicht sozusagen vorauseilend eine Art Offenlegung der Daten erfolgt. Also das Ganze wird im Übrigen auch bei der Geschäftsstruktur, also wenn wir Geschäfte zulassen, wenn wir Vorgaben machen für die Anzahl der Beschäftigten, möglicherweise auch für die Fachlichkeit bestimmter Beschäftigter, dann werden auch da ja Daten aufgebaut und verfügbar sein. Die dürfen aber eben nicht dazu genutzt werden. Wir haben ja auch sehr strenge Vorschriften, wie das läuft. Also ich würde an der Stelle mal, ich kann die Sorge verstehen,
Wir müssen viel Bürokratie abbauen. Wir müssen so viel wie möglich verhindern, dass Daten gesammelt werden müssen. Man kann eine Reihe Nachfragen sicherlich auch pseudonymisiert oder anonymisiert machen, also wo wirklich dann nur sozusagen der Verein am Ende noch weiß, wo es ist und im Zweifel auf einer Liste nur nachweisen kann, da sind jetzt 80 Zahlen und keine davon liegt über 50 Gramm. Ich sage das mal so platt und keiner weiß, wer sich dahinter verbirgt. Also wird man viel machen können. Aber wir können natürlich an der Stelle nicht völlig darauf verzichten, auch im Interesse derjenigen, die das betreiben. Das wird auch bei Geschäften nicht anders sein. Die müssen auch nachweisen, wo sie es herbekommen haben. Wie sie es, also wir wollen ja nicht den Schwarzmarkt am Ende befeuern und ähnliche Dinge. Nachweisen, wo sie es herbekommen haben? Ui, das ist die Geschäfte selber. Ja, okay, ich dachte jetzt die Konsumenten. Aber bevor ich die Frage jetzt weitergebe, würde ich gerne noch mal ein bisschen nachschärfen. Klar, die Vereine selber brauchen natürlich Mitgliederdaten. Die brauchen im Zweifelsfall auch eine grobe Verbrauchsschätzung überhaupt für ihre Anbauplanung und so weiter. Wo die Frage drauf rausläuft, ist natürlich letztendlich die Frage, welchen Sinn macht eine Regelung, wie ich darf nur in einem CSC Mitglied sein, wenn ich das staatlich überhaupt nicht kontrollieren kann, ne? Wenn dann gleichzeitig super anonymisierte Daten nur vorliegen, wo die nur dem Verein zugänglich sind eigentlich und nicht irgendwelchen Behörden, genauso wie diese Obergrenze insgesamt da mit dem, wie viel darf ich jetzt kriegen und so weiter. Wie ist das denn mit Datenschutz vereinbar, jetzt unabhängig davon, ob der Verein selber die Daten erhebt? Also aus meiner Sicht atmet das tatsächlich, ja, wenn man das scharf stellen würde, wir haben es jetzt ja noch nicht wirklich ausformuliert, aber natürlich doch noch so einen prohibitiven Geist, ja. Und der soll natürlich nicht mehr vorhanden sein. Deshalb ist ja auch so elementar, und das ist vielleicht etwas, was wir hier auch nochmal positiv erwähnen können, dass in diesem Entwurf, der da nun im Raum steht, wir streichen Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz. Ja, das ist ja, das war auch eine Zeit lang nicht klar, ob das wirklich so klar formuliert werden wird. Und das ist natürlich sozusagen der Cornerstone, auf der das, in dem das Ganze überhaupt fußt. Aber ich stimme zu und ich sehe, also Christine Dirk und selbst Atte Schnück, wir müssen das Gesetz natürlich daraufhin durchflöhen, dass das nicht so was wie eine Prohibition light über irgendwelche anderen Mechanismen noch bleibt, weil das soll es ja nun just nicht mehr sein. Und so etwas wie einem zentralen Cannabiskonsumentenregister, dem denke ich, zumindest aus meiner Fraktion heraus, dem würden wir immer als Bürgerrechtspartei eine Absage erteilen, weil das geht den Staat überhaupt gar nichts an, in welchem Verein wer wie Mitglied ist. Ich bin auch eher bei Dirk und sage, die Vereine müssen natürlich, um sich selbst organisieren zu können, wie jeder Sportverein im Übrigen auch, eine Art Datenliste, eine Art Datensammlung haben, um ihre eigenen Mitglieder verwalten zu können, um dann eben auch zu gucken, wer ist da überhaupt bei mir Mitglied. Wir haben ja auch den Jugendschutz drin. Wir müssen ja auch prüfen, dass die über 18 sind, wenn die in den Cannabis-Clubs Mitglied sind. Der Zutritt soll ja auch über 18 sein. Also lokal wird es schon Daten geben müssen, die verwendet werden, aber nur dann regional oder lokal. Und dann bei einer Abfrage gibt es ja, wie gesagt, im Gesundheitsbereich auch, ich kenne es auch aus meiner Pflegeeinrichtung, die Pseudonymisierung von Daten. Da kann nur ich als Betreiberin oder die quasi als Admin in diesem System Zugang hat, diese Pseudonymzahlen dem einzelnen Bewohner wieder zuordnen. Das kann nicht mal die Prüfinstanz in dem Moment. Also, und solche Lösungen kann ich mir vorstellen. Ich habe jetzt noch keine Lösung bezüglich der Mitgliedschaft in einem Club oder in mehreren Clubs. Das, denke ich, werden wir uns im weiteren Verlauf nochmal anschauen müssen, weil es muss schon auch realitätsnah sein. Es gibt viele Menschen, die wohnen nicht nur an einem Ort, die arbeiten an verschiedenen Orten, sind wie jetzt, sage ich mal, unsere Mitarbeiter oder wir zum Beispiel, wir leben teils hier, teils da, dann wird es schwierig und dann erreichen wir natürlich mit einer Regelung, die da zu streng, zu prohibitiv ist, nicht das Ziel, dass wir den Schwarzmarkt ja möglichst weit zurückdrängen wollen und dass die Leute gutes, qualitätsgesichertes Cannabis aus ihren Clubs beziehen können und konsumieren können und sich dann keine Gedanken machen müssen, was sie da auf dem Schwarzmarkt wieder gekauft haben und ob das noch irgendwelche anderen Folgen als die mit dem Konsum Beabsichtigten hat. Gut, der Datenschutz war jetzt eine ziemliche Ampelfrage. Ich weiß nicht, ob willst du da noch? Nur noch ganz kurz ein bisschen allgemeiner, was ich als Problem natürlich sehe, ist, dass wir, also
wir sind jetzt da quasi mit den grundlegenden Punkten gar nicht so weit weg oder eigentlich ziemlich nah, quasi in welche Richtung das Gesetz noch geschoben werden soll. Nun wissen wir, was bis jetzt mit dem Cannabis-Legalisierungspaket geworden ist. Es ist ja quasi eher, wie soll ich sagen, immer nicht ganz so progressiv geworden, wie wir das gehabt haben wollten bislang. So, und das liegt sozusagen auch an dem Druck von irgendwelchen, den Söders dieser Welt. Ich habe leichten Spleen heute mit Söder, ich versuche das wieder wegzulegen. Und es liegt aber auch schon an den Personen im Kabinett. Und ich befürchte jetzt, wenn wir den Koffer alle gepackt haben, wir können es jetzt vormachen, dass alle 8, 9 Punkte, die wir jetzt gemeinsam erarbeitet haben, jetzt einmal durchgehen werden, weil wir natürlich die Stärksten sind, die es gibt und wir von links noch so viel Druck aufbauen, dass auf jeden Fall alles umgeföhnt wird. Ich gehe ehrlicherweise nicht davon aus und das ist ein Problem. Also es gibt, und da können wir uns mal ein bisschen rausnehmen, welche Gesetze übrig bleiben werden. Es gibt wahrscheinlich Sachen, die nicht umsetzbar sind, weil das Gesundheitsministerium einfach ist ein bisschen unfähig, was da teilweise passiert, auch in anderen Bereichen, und das ist im Cannabis nicht der einzige Bereich, wo es nicht so richtig funktioniert. Aber es gibt ein paar Bereiche, wo sie es sicherlich auch bewusst machen und wo sie Druck erzeugen werden, dass es auch bleibt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob solche zu Recht genannten prohibitiven Teile eben einfach noch drin bleiben werden. Okay. Einen Punkt hatte ich ja gestrichen jetzt von meiner Liste. Ist trotzdem noch eine Frage übrig. Das war der Führerschein. Ja, Frau Lüttke, da wollte ich Sie jetzt eigentlich nochmal löchern. Ne? Wie soll das jetzt weitergehen mit dem Wissing und seiner neuen Erkenntnis, dass er was machen muss und so weiter. Aber das haben Sie ja schon elegant gemacht, indem Sie gesagt haben, da ist jetzt noch interner Druck nötig. Ne? Wissen wir noch nicht so, gar nicht so genau, wie das weitergeht. Also kann ich mir die Frage aussparen. Kann ich nur nochmal anmerken, dass ich das sehr interessant fand zu beobachten, wie viel Sie da eingesteckt haben, auch in dem Zusammenhang. Ja? Wissing-Kritik haben wir ja mitgespielt, weil er einfach sich dermaßen stur gestellt hat, irgendwie bei dem Thema und Sie als FDP-Vertreterin da natürlich voll ins Fadenkreuz gekommen sind, ja, den trotzdem nicht öffentlich kritisiert haben, ja, aber doch, wer wirklich genau beobachtet hat und verstanden hat, wie das Ganze funktioniert, gemerkt hat, wie interner Druck aufgebaut wurde. Insofern bleibt mir hier nur zu gratulieren, dass jetzt da zu dem Punkt gekommen ist, wo er sich bewegt, was Sie irgendwie kommentieren wollen, weil es eigentlich gar keine Frage, sondern nur mal eine versierte Anmerkung, sag ich mal. Ja, nehme ich natürlich gerne auf, aber ich möchte auch meine Kollegen, die im Verkehrsbereich tätig sind als Parlamentarier, mit in den Dank aufnehmen, weil die haben mir dann nach der Absprache, die wir miteinander getroffen haben, hier auch den Rücken gestärkt und üben natürlich aus ihrer Sicht und aus ihrer in ihrer AG, in ihrem Ausschuss auch entsprechend Druck aus. Und wenn es dann von vielen Seiten kommt, muss ich auch wieder meinen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, sowohl der uns bis die AG Gesundheit bis Anfang des Jahres betreut hat, den Lukas Köhler erwähnen, als auch den Konstantin Kuhle, der das jetzt begleitet, die sind auch auf der gleichen Seite. Und dann hat man natürlich viele verschiedene Ansatzpunkte. Und ich glaube, dass die Mehrstimmigkeit des Chors dann tatsächlich dazu führt, dass hier was in Bewegung kommt. Und jetzt wollen wir eben hoffen, dass die Lösung dann auch nicht mehr ewig auf sich warten lässt. Ich meine, dass ich vernommen habe auch vom Herrn Wissing, dass sein Ziel ist, das Thema wirklich im Rahmen oder parallel zur Legalisierung zu lösen. Jetzt ist natürlich dann der wichtigste Punkt, den Druck aufrechtzuerhalten, damit das nicht den ganzen Prozess nach hinten verzögert. Also deswegen sind wir uns da schon bewusst, dass ein erster Schritt getan ist, Problem ist erkannt, aber das Problem muss natürlich auch gebannt werden und da arbeiten wir jetzt mit voller Kraft dran. Gut, also das nochmal als ein Beispiel dafür, wie viel auch hier gerade die Ampelvertreter in dem Fall aushalten müssen an Druck und an Kritik und so weiter. Das war teilweise wirklich wehgetan zuzusehen. Irgendwie, wenn man weiß, die Person kann eigentlich dafür gar nichts. Gut, Wissing ist halt tatsächlich ein Problem gewesen. Egal, meine letzte Frage, bevor ihr dran seid jetzt. Es gab ja heute diesen Beschluss im Bundestag, wo endlich mal was passiert ist. Ja, wir warten ja seit 100 Jahren drauf, dass was passiert. Und heute ist was passiert, so und zwar ziemlich unerwartet und plötzlich und interessant. Und da möchte ich auch gerne nochmal genauer hören, weil das, glaube ich, viele noch gar nicht wissen, was jetzt eigentlich genau beschlossen worden ist. Cannabis als Medizin und Drug-Checking, wenn ich richtig verstanden habe. Vielleicht auch, wenn alle dasselbe erzählen, reicht auch eine Person, keine Ahnung. Aber das ist, glaube ich, jetzt mal ein Punkt, wo ihr ein bisschen posen könnt. Naja, das ist, also für uns war es jetzt nicht so überraschend, weil wir ja wissen, was wir seit irgendwie Jahr und Tag tun, ja. Also einmal für alle
gesagt, bisher war Bundesrecht dafür verantwortlich, dass Drug-Checking im Wesentlichen nicht stattgefunden hat, weil im Bundesrecht es so verankert war, dass Labore, die Drug-Checking durchführen würden, die müssen dafür ja was abkratzen oder abnehmen, dass sie dann ja Besitzer in einer illegalisierten Substanz sind und deshalb das eben illegal ist. So, damit haben wir heute in zweiter und dritter Lesung in diesem Deutschen Bundestag Schluss gemacht. Wir haben heute, es ist Gesetz geworden, dass die Bundesländer, da kommen jetzt die Länder ins Spiel, Drug-Checking durchführen dürfen, und zwar auch das war, sagen wir mal, ein hartes Stück Arbeit, aber für uns, wie wir hier oben sitzen, elementarer Bestandteil, dass das eben auch in Drogenkonsumräumen stattfinden darf. Ist ja mehr als sinnvoll. Und was das jetzt, also erstens bedeutet das, dass es für viele Menschen nicht nur im Sinne von Safer Use relevant ist, sondern das kann definitiv Leben retten, was da heute beschlossen wurde. Ist also faktisch von hoher Bedeutung. Es ist aber darüber hinaus auch von symbolischer Bedeutung, weil damit nämlich jetzt im Bundesrecht anerkannt wird, dass prohibitive Ansätze nicht sinnvoll sind, sondern dass Ansätze von Harm Reduction, Safer Use notwendig sind. Und das ist heute passiert. Das ist also quasi wirklich ein Dokument für einen Paradigmenwechsel in der Bundesdrogenpolitik. Von daher sind wir alle, wir haben ja auch fast alle heute dazu im Bundestag geredet, wirklich sehr, sehr froh, dass wir so weit gekommen sind. Genau. Und sie bewegen sich doch. Ja, sie bewegen sich doch. Und ich will das nur noch mal mit den Drogenkonsumräumen verstärken. Dafür mussten wir einen Extrateil streichen lassen. Das war noch mal ein Sonderansatz, weil es war ja nicht nur so, dass sozusagen die Labore sich strafbar oder gemacht hätten, sondern Drogenkonsumräume waren gesondert erwähnt und speziell noch mal aufgeführt. Und das haben wir gekippt. Und ich bin wirklich froh und glücklich. Und ich glaube, dass das... Da reden wir jetzt dann allerdings über alle Drogen, weil es ist ja so, dass alles gemacht wird und dann, dass das jetzt wirklich richtig weiterhilft. Wenn wir sozusagen zur Legalisierung kommen, wird das ja für Cannabis gar nicht mehr so interessant sein, weil dann kann ich damit zu jedem Labor gehen irgendwann, also auch schon, wenn die 25 Gramm frei sind, theoretisch. Aber für all die anderen, und das hast du zu Recht angesprochen, ich will an der Stelle direkt outen, ich bin durchaus ein Fan davon, dass das Strafrecht an der Stelle der falsche Maßstab ist, und zwar egal, mit welcher Droge man es zu tun hat. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir alles in legale Geschäfte geben. Da wäre ich dann vorsichtiger mit. Aber das Strafrecht ist da der falsche Punkt. Und wir haben noch ein zweites getan, und das ist mir sehr wichtig gewesen, nämlich ein erster Schritt, oder eigentlich nicht ein erster. Das ist im Grunde der dritte, weil einen haben wir ja tatsächlich in der letzten Legislatur noch hingekriegt, wieder den Cannabis-Patientinnen und Patienten ein bisschen mehr sozusagen besseren Zugang zu geben. Ein bisschen mehr deshalb, weil wir die Fristen verkürzt haben, die die Kassen haben, um sozusagen den Genehmigungsvorbehalt auszuüben. Das Gleiche auch mit dem MDK gemacht haben, sodass das jetzt schneller geht. Aber, und das war eigentlich noch fast wichtiger, wir haben dem GBA die Möglichkeit gegeben, bestimmte Facharztgruppen zu definieren, die demnächst völlig ohne Genehmigungsvorbehalt verschreiben können. Und das ist der Einstieg, sag ich jetzt mal, in den Wegfall des Genehmigungsvorbehalts. Und deswegen war das so, so wichtig. Und das ist sicherlich etwas, was vielen Cannabis-Patientinnen und Patienten, noch nicht allen, aber vielen weiterhelfen wird in der nächsten Zeit. Und auch darauf bin ich echt stolz, dass das geklappt hat. Das passt so. Wunderbar. Das muss man nicht wirklich so ergänzen. Dirk hat dazu alles Relevante gesagt und Kirsten auch. Also von und das daher Ganze ist auch nicht zustimmungspflichtig und der Bundesrat kann es nicht mehr aufhalten. Dann haben wir einen riesigen Nachrichtenwert tatsächlich. Nicht nur Gelaberrunde, Drug-Checking in Deutschland wurde legalisiert. Manchmal sagen die Leute, wir würden hier nur labern, echt. Aber ja. Ein Meilenstein in der deutschen Drogenpolitik. Drug-Checking ist eins der wesentlichen Punkte, die seit über 20 Jahren diskutiert werden an
neuer Drogenpolitik und jetzt ist es soweit, dass das boomen wird in Deutschland. 2 Wochen nachdem Berlin selber in einem Sonderweg irgendwie jetzt angefangen hat, das auf die Straße zu bringen, werden wir sehr, sehr viele Drug-Checking-Projekte in Deutschland sehen. Darf ich noch eins kurz ergänzen, weil da ja drin steht Modellprojekte. Haben viele die Sorge, dass es jetzt um 3 Drug-Checking-Einrichtungen in Deutschland geht. Das ist durch den Begriff Modellprojekte nicht limitiert. Also es können beliebig viele Modellprojekte gemacht werden. Das will ich nur noch mal sagen an der Stelle. Es kann keiner sagen, da gibt es jetzt schon eins in, ich sag jetzt mal, München und deswegen können wir in Würzburg keins mehr machen. Das geht nicht. Das ist dadurch nicht ausgedrückt, ausdrücklich. Gut. 20 vor oder Viertel vor? Ja. Nimmst du noch eine spezielle Grünen-Frage an oder okay? Ihr seid dran, aber ein Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen wendet, hätte ich jetzt gerne. Ich glaube, wir haben gar kein Saalmikrofon. Das erschwert die Sache ein bisschen, aber doch, wir haben, herrlich, super. Läuft hier ohne großartig was vorher abzusprechen, läuft der Laden hier von ganz alleine. Ja, hallo, ich stehe mal auf, dann kann mich jeder sehen. Mein Name ist Teddy Schulz, ich bin Journalist und habe insbesondere juristische Fragen, aber alle, an alle. Ich hätte gerne eine explizite Frage nur an Kirsten Kappert-Gonter. Dann stelle ich sie nur an Sie und die anderen können Sie mitbeantworten. Ich bin etwas verwundert über die ein oder andere Äußerung. Das eine ist das mit dem Vereinsrecht, mit der Vereinszugehörigkeit. Zu überlegen, wie man da eventuell was reglementieren kann, überrascht mich von Leuten, die Gesetzgebung als Geschäft haben. Denn das verstößt nach meiner Auffassung ganz klar gegen Artikel 9 Absatz 1 unseres Grundgesetzes, die Vereinsfreiheit. Jeder Deutsche hat das Recht, Vereine zu gründen. Und das heißt, er darf auch in so vielen Vereinen Mitglied sein, wie er will. Ne? Sie können jetzt nicht sagen, du bist, weil du im Tennisverein bist, darfst du nicht mehr im Fußballverein sein. Das heißt, ich kann in allen Vereinen sein, die es hier mal gibt, wenn es sie geben wird, wegen Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz. Das ist das eine. Zum anderen habe ich das Gefühl, als würden sich sämtliche Fraktionen hier ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen von diesem EU-Kommissionsgespenst. Es geht um eine Frage. Bitte. Ja, da komme ich gleich zu. Ich würde nämlich gerne eine Antwort darauf haben, warum man sich davon so beeindrucken lässt. Lässt man mal außer Acht, dass diese Initiativen zur Begutachtung, und es sind nur Gutachten, dieser EU-Rechtskonformität aus Bayern kommen und da vielleicht befürchtet wird, das ist eigentlich ein Treppenwitz, nach den Mautproblemen, die man hatte mit Herrn Andi Scheuer, vielleicht will Herr Lauterbach das vermeiden, aber warum hat man nicht den Mut, einfach den Schritt voranzugehen? Ich muss mich nämlich wundern, eigentlich müssten die Niederlande, wo der Verkauf ja auch betrieben wird, von der EU-Kommission kassiert werden. Die Niederlande sind EU. Ja, sie reden sich dann raus auf Duldungs- und Toleranz. Frau Kappert-Gonter muss gleich los. Richtig. Die Frage ist, warum Sie glauben, dass, denn das sind keine objektiven, qualitativen Änderungen. Ob Sie jetzt sagen, Sie verkaufen es in allen Stellen oder ob Sie sagen, ich darf es zu Hause anbauen und innerhalb des Vereins wiedergeben. Auch dieser Tatbestand verstößt immer noch gegen den EU-Rahmenvertrag von 2004. Und die UN-Konvention und das Schengen-Protokoll, was die Abgabe und die Herstellung von THC anbelangt. Warum glauben Sie, dass da die EU-Kommission zuguckt, aber bei dem großen Modell nicht? Was gibt Ihnen diese Sicherheit? Also das ist ausdrücklich keine Frage an Frau Kappert-Gonter, weil sie gesagt hat, dass sie das gar nicht so sieht mit der EU. Insofern passt es jetzt hier nicht so ganz. Ich würde das bitte gerne weitergeben an jemand, der wirklich eine Frage an Frau Kappert-Gonter hat. Muss aber auch nicht. Ich gehe auch gerne, höre auch gerne zu, noch 5 Minuten, wenn andere antworten. Hallo, ich bin Landwirt Alexander und ich habe von Sicherheitsmaßnahmen gelesen, die stattfinden sollen, wenn man das Zeug anbaut. Der nachhaltige, klimaschonende Anbau wäre draußen. Wie wollen Sie den Konflikt mit dem Naturschutz, der mir als Landwirt verbietet, Felder zu umzäunen, auflösen, wenn ich auf der einen Seite Zäune bauen muss, um Kinder zu schützen, die in einem Dorf wohnen, wo sowieso jeder anbaut, und auf der anderen Seite die Rehe nicht mehr durch das Feld laufen können und Sie glauben nicht, wie sehr die Rehe mein Cannabis mögen. Ja, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, vielleicht an der Stelle auch noch mal gesagt, was wir auch beschlossen haben, ist, dass der THC-Wert ab wann die ganze Ernte vernichtet werden muss, wo es um Nutzhanf jetzt geht, dass wir den auch anheben. Ja, das gab ja, vielleicht wissen das einige hier, diesen sehr geringen THC-Wert, ab wann eine Nutzhanf
Ernte komplett zu vernichten ist, wenn dieser THC-Wert nur geringfügig überstiegen wurde. Ist das grammatikalisch jetzt einigermaßen korrekt gewesen? Und das passierte den Landwirtinnen relativ leicht, wenn die Sonneneinstrahlung mal anders war. Das ist heute auch zum Glück, das wird jetzt gerade geändert, das ist schon mal auch eine gute Nachricht. Und das Zweite ist wirklich ja total relevant, ja. Also weil für Nutzhanf gilt diese Regel ja nicht, dass eingezäunt werden muss, aber möglicherweise, das ist ja noch nicht definiert, was passiert, wenn nicht indoor angebaut wird, sondern outdoor, wobei, ich weiß gar nicht, ob wir da alle einer Meinung sind, ich finde Outdoor-Anbau richtig. Wir haben es beispielsweise in Kalifornien auch gesehen, in großen Gewächshäusern, was auch ökologisch sehr viel sinnvoller ist, als dieses, wir bauen hinter Betonwänden alles an und müssen dann das künstliche Licht da auch jetzt mit viel Strom und so weiter da drauf scheinen lassen. Also das ist ja eben genau die Frage, die noch zu klären ist. Macht man nur Indoor, macht man Gewächshäuser oder macht man Outdoor? Wenn man sich auf Outdoor verständigt, dann kommt diese Frage natürlich sozusagen ins Spiel und dann muss man die lösen. Zäune erlauben, genau. Soll ich kurz auf die beiden Fragen? Ich würde sagen, wir verabschieden jetzt erstmal, wenn es recht ist, wenn es dir passt. Ja, sehr gerne. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke, dass du da warst. Ein hektisches Hin und Her switchen zwischen Fahrerei und Terminen und so weiter. Da kann man nur sich freuen, dass solche Menschen dann her sind, um mit uns zu reden. So. Und jetzt aber nochmal die Landwirtschaftsfrage oder die EU-Frage? Ja, ich würde kurz beide anreißen, okay. Aber ich versuche es möglichst kurz zu machen. Also beim Vereinsrecht, den einen Punkt haben wir ja, glaube ich, schon angesprochen. Die Frage der Mitgliedschaft in mehreren Vereinen halten wir auch durchaus für ein Punkt, über den man reden muss und den wir unabhängig von der Frage, ob das sozusagen das Recht, sich in einem Verein zu organisieren, tangieren würde, auch die Frage natürlich der Prüfung und wie kontrolliere ich das und wer soll das kontrollieren. Den anderen Punkt von Ihnen, ehrlich gesagt, den verstehe ich nicht wirklich, weil da geht es ja nicht um Regulierung des Vereinsrechts. Also wenn Sie einen, da geht es um die Regulierung, was der Verein machen darf. Natürlich kann jeder, und es gibt auch jetzt schon CSC, die dürfen nur kein Cannabis anbauen. Und ich kann auch einen Verein gründen und sagen, ich will Taxis fahren, wenn ich will. Ich darf aber erst Taxis fahren, wenn ich nach dem Mietwagen- und Taxirecht. So, das heißt, das muss man trennen. Also, ich kann natürlich regulieren, was CSCs dürfen, aber ich kann nicht regulieren, wie sozusagen die Vereinsgestaltung ist. Also ich finde zum Beispiel auch die Regulierung der Obergrenzen, also dass ich nur 500 Mitglieder aufnehmen darf und so weiter und so fort. Da muss man drüber nachdenken. Aber ansonsten wird im Vereinsrecht viel geregelt. Damit hindere ich nicht, die Menschen daran, Vereine zuzulassen. Insofern, vielleicht habe ich Ihre Frage auch missverstanden, aber also an der Stelle habe ich durchaus nicht verstanden, wo das Problem ist. Und beim EU-Recht, ich habe das ja vorhin schon mal versucht zu erklären. Also erstens, das Beispiel Holland ist ein ziemlich gutes Beispiel insofern, als dass Holland genau deshalb, weil sie nämlich auch festgestellt haben, dass das mit dem Handel genehmigen und mit dem Anbau durchführen EU-rechtlich ein Problem wäre, keinen Anbau in Holland durchführen, weshalb die Geschäfte sich dort alle aus dem Schwarzmarkt bedienen müssen, was ein großes Problem ist. Und de facto bei dem Handel, den sie machen, also bei den Coffeeshops, im Grunde genommen eine Regulierung gewählt haben, die ein bisschen weitergehend ist als unsere Tolerierung dessen, was wir machen, wenn man mit 6 Gramm erwischt wird. Das heißt, sie gucken schlicht nicht hin und greifen nicht zu. Auch die Niederlande haben, ja, aber das ist genau das, was wir nicht wollen. Aus gesundheitspolitischen Gründen macht eine Legalisierung nur dann Sinn, wenn ich Anbau und Verkauf vernünftig regeln kann und wenn ich gescheiten Stoff will. Und das haben alle Länder in der EU, die es versucht haben. Auch Luxemburg ist da komplett mit gescheitert. Das ist eben nicht mit EU-Recht vereinbar. Und vor dem Hintergrund ist das auch bei uns der Fall. Ich glaube, in der Frage steckt da auch noch mit drin, ob nicht auch, jedenfalls wenn man dieser Argumentation folgt, dass die Fachgeschäfte dem EU-Recht widersprechen, nicht auch die Abgabe in Vereinen dem EU-Recht widersprechen, wenn man dieselbe Logik anwendet. Ist das richtig? Ja, dann habe ich doch recht, das habe ich ja genau gesagt, dass also nicht nur die Einführung von Fachgeschäften... Vielleicht müssen wir hier auch nochmal einen Stopp machen. Wir haben ja auch den Zusatz, dass zu Forschungszwecken
zu wissenschaftlichen Zwecken, zu medizinischen Zwecken und deswegen auch gerade dann in der zweiten Säule die Lösung mit den Modellprojekten, mit der zeitlichen Befristung, mit der Evaluierung. Das gibt uns den Spielraum, die Rechtslage so auszunutzen, wie wir sie ausnutzen können. Das ist der Punkt, wieso wir eben nicht gleich in eine Volllegalisierung einsteigen können, wo wir dann auf europäischer Ebene erstmal noch nacharbeiten müssen. Aber gerade dieser Charakter des Modellprojektes mit dem wissenschaftlichen Hintergrund, die Datengenerierung, das ist hier der entscheidende Punkt, wieso wir das Verfahren so wählen können, wie wir es jetzt wählen und eben nicht anders. Gut, ich glaube, da kommen wir jetzt an der Stelle auch nicht weiter. Das jetzt noch. Ja, okay, war die Antwort. Schön, wunderbar. Sucht dir jemand aus? Herrlich. Vielen Dank. Ich mach's mal schnell, dann bleibt vielleicht mehr Zeit für eine detaillierte Antwort. Ist es geplant, im Zuge der Legalisierung auch der Rechtslage von CBD-Blüten Klarheit zu schaffen? Und könnte es schon in der ersten Säule zu einem Gesetzesentwurf oder gar einer Änderung kommen? Also ich durfte ja nur 5 Punkte nennen, an denen ich ansetzen würde. Auch die Regelungen bezogen auf CBD und CBD-Blüten, wo wir ja auch erleben zurzeit, dass sozusagen diejenigen, die CBD-Shops betreiben, stetig mit in den Fokus genommen werden, muss aus meiner Sicht eben in der Regelung der ersten Säule schon klargestellt werden. Wenn wir das Ganze aus dem Betäubungsmittelgesetz rausnehmen und vernünftig regeln, muss das an der Stelle auch klar geregelt sein. Wir hätten noch eine Frage der Cannabis-Branche Klappelin. Wenn ihr sagt, ihr habt heute eine Neuregelung geschaffen für Drogenkonsumräume, könnte man über die Hintertüren nicht auch den Konsum in Cannabis-Kuschelclubs wieder zulassen, wenn es jetzt erleichtert wird? Wir haben ja keine Neuregelung für Drogenkonsumräume erlassen, sondern wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass das, was bisher verboten war, nämlich Drug-Checking in bereits bestehenden Drogenkonsumräumen auch regelhaft anzubieten für die Konsumentinnen und Konsumenten, das haben wir jetzt heute neu geregelt und gesagt, dass gerade auch Drogenkonsumräume ein richtiger Ort sein können, um eben Drug-Checking durchzuführen. Also das ist keine Neuregelung der Drogenkonsumräume, sondern eine Ergänzung der bestehenden Regelung, dass da jetzt was gemacht werden darf, was vorher nicht erlaubt war. Dann gut, und ich denke auch, wenn die Ampelpolitiker sich einig sind, dass der Konsum in Cannabis-Social-Clubs erlaubt sein soll, dann machen sie das Gesetz einfach so. Da braucht man gar keinen Umweg über irgendein anderes Gesetz oder irgendeine andere Regelung. Dann schreiben sie einfach da rein, der Konsum ist da legal und fertig. Ja. Hallo, vielen Dank erstmal für den Austausch. Ich finde es grundsätzlich gut mit den 2 Säulen für die Legalisierung. Was mich aber interessieren würde, wäre, was sich denn die Regierung oder die Parteien erhoffen von den Daten, die erhoben werden, welche da interessant sind und was dann letzten Endes die Ziele sind von den Daten, die erhoben werden und ausgewertet werden aus diesen Modellregionen. Ich mache es jetzt mal ein bisschen wie die Finks. Wenn ich eine Datenbasis generieren will, dann muss ich mir natürlich vorher auch erstmal überlegen, was will ich denn überhaupt wissen und wie formuliere ich die entsprechenden Fragen. Aber da das Ziel, das wir uns vorgegeben haben, ja ein verbesserter Jugendgesundheits- und Verbraucherschutz ist, werden wir natürlich explizit auch Fragestellungen einbinden, die genau auf diese Bereiche eben zielen. Sei es Konsumentenzahlen, sei es Krankenhauseinweisungen, sei es Intoxikationen, sei es, wie entwickeln sich die THC-Werte, Verunreinigungen kommen dann nicht mehr vor, wie entwickelt sich das Ganze. Aber das ist jetzt, erst der zweite Schritt. Jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir die Säule 1 dann auch wirklich auf den Weg bringen und dann auch die Fragestellungen natürlich klären. Ich möchte ganz kurz, also nur zur zweiten Säule nochmal, ich halte es für ein nicht kleines Problem, weil ich wie die Modellprojekte, die quasi auch eine Empirie bekommen, die werden natürlich nicht in irgendeiner Form eine Empirie bringen, die vergleichbar ist zu einer Legalisierung in ganz Deutschland. Also bis hin zu, dass es einen Cannabis-Tourismus geben. Also wenn die CSU sagen will, haben wir danach mehr gekifft, Freunde, als davor, dann wird einfach geschaut, natürlich wird danach mehr gekifft als davor, weil es einen Cannabis-Tourismus geben wird, genau in die Gegenden rein, wo der Cannabis konsumiert wird. Da muss man schon relativ stark sein in der Argumentation, um zu sagen, es ist überhaupt kein Problem, dass mehr konsumiert wurde. Das war ja völlig klar und so weiter und so fort. Also die Logik dieser Empirie
in dieser zweiten Säule halte ich tatsächlich für sehr problematisch und ich glaube, die CDU-CSU würde es sehr gut nutzen können, um diese Modellregionen nicht weiterzuführen. Also nur, es müssen, also es sind nicht viele Unioner hier da, deswegen werden die es wahrscheinlich noch nicht wissen und wir müssen sie nicht erzählen. Ja, ja. Aber das solltet ihr tatsächlich bedenken, das halte ich für ein Problem. Mit der Einführung der Modellregionen fallen ja die beiden Schritte vorher, der Eigenanbau und die Cannabis-Clubs, die fallen ja nicht weg. Das heißt, es muss ja nicht jeder in eine Region fahren, wo es diese Läden dann gibt, sondern kann ja auch weiterhin da vor Ort seinen Cannabis-Club weiter besuchen oder auf dem Balkon seine Pflanzen anbauen und dann da konsumieren. Also ja, ich Kollegin, weiß nicht, ob die Argumentation zum, also ich kenn so einige, sauber ist. Ich kenne einige Leute, die zum Partyfeier nach Berlin fahren. So, das kenne ich auch. Die fahren auch zum Partyfeier nach Berlin, die werden auch zum Cannabis-Konsumieren nach Berlin fahren, wenn hier ein Modellprojekt ist. Natürlich werden sie es tun. Es wird einen Cannabis-Tourismus geben. Das würde ich jetzt sozusagen als Fakt sogar nehmen. Und es wird auch die Modellregionen werden ja auch sonst nicht quasi beispielhaft sein, weil natürlich, also wie gesagt, die sind zu klein dafür, um eine wirkliche Legalisierung beschreiben zu können. Also ich kann mir das noch nicht vorstellen, aber zumindest im Cannabis-Tourismus, also Amsterdam kann man mal als Beispiel nehmen, ich weiß nicht, wer von euch schon mal da war, ist auf jeden Fall ein Beispiel, dass es nicht repräsentabel ist für eine Empirie. Gut, einigen wir uns doch vielleicht darauf, dass man die Fragen vernünftig stellen muss, damit man sinnvolle Ergebnisse dabei rauskriegt. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, ich meine, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen verfrüht schon über das das zu urteilen, was in den Modellprojekten dann letzten Endes stattfinden wird. Denn es gibt nur einen kurzen Absatz in dem Eckpunktepapier dazu bisher und kein ausführliches Eckpunktepapier. Deswegen erwarten wir da ja erstmal noch so einen weiteren, so eine weitere Äußerung. Was stellt man sich da eigentlich im Genauen drunter vor? Und dann gibt es ja natürlich auch noch das normale Gesetzgebungsverfahren, wo wir uns solche Fragen natürlich auch vornehmen werden, weil es muss natürlich auch sinnvoll durchdacht sein. Und zum jetzigen Zeitpunkt kann man über die Säule 2 nur mutmaßen. Was da drin steht, wie es da drin steht, wie das sein soll, wie groß, wie klein, whatever, das ist ja zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Mutmaßung, sodass eine Bewertung dessen jetzt noch ein bisschen früh ist. So, ich würde jetzt noch die letzten beiden Wortmeldungen hier zulassen, Fragen, die jetzt da stehen, mit Bitte um kurze Frage und Antwort. Und zum Schluss selber noch mal eine Oppositionsfrage stellen, weil hier natürlich hauptsächlich Ampelfragen reinkommen. Also, auf geht's. Ja, hallo, ich bin Andreas vom Cannabis Social Club Hamburg. Ich möchte mit einem Dankeschön an euch beginnen, bei aller Kritik, die wir an euch haben, dafür, dass ihr jetzt denn doch das Zwei-Säulen-Modell verfolgt. Wir haben das ja von Anfang an gefordert, Entkriminalisierung sofort, Legalisierung in Ruhe. Schön, dass das jetzt dann doch so kommt, ein bisschen spät, aber die Fehleransicht war ja zumindest bei Kerstin auch da. Ich bedanke mich auch dafür, dass ihr euch für das Social einsetzt, denn wir sind entsetzt, wir machen seit 2015, sind wir ein Social Club und machen auch verschiedenste soziale Arbeit. Das ist eben nicht auf den gemeinsamen Konsum begrenzt, auch wenn der tatsächlich ebenfalls einen gesundheitsfördernden Aspekt eben mit sich bringt. Aber das ist keinesfalls auf Konsum begrenzt. Wir werden von Schulen eingeladen, wir machen Präventionsarbeit. Das ist alles soziale Arbeit, die uns jetzt von einem sozialdemokratischen Gesundheitsminister aus dem Konzept gestrichen werden soll. Das werden wir nicht mitmachen. Und ich möchte Sie bitten, nochmal Ihren Blick in dem Gesetz auf bestimmte Punkte zu richten. Einmal ganz kurz, es ist der ganze Hassel ums Vermehrungsmaterial. Die vom Bundessortenamt denn zugelassene Sorten sollen nur in den Clubs verwendet werden. Das kann Verzögerungen um Jahre bringen. Das ist Schwachsinn, das darf nicht passieren. Und dann reden wir hier von Bürokratie. Und das ist ein Euphemismus, den wir benutzen, wenn wir von Datenschutzproblemen und von Bürokratie, überbordender Bürokratie reden, wenn wir uns die Paragraphen angucken, was uns alles droht. Wir können Lizenzen für 5 Jahre maximal bekommen, da müssen sie verlängert werden. Wir müssen damit als nicht kommerzielle Vereine Investitionen tätigen, die sich notfalls in 5 Jahren tragen müssen, weil wir vielleicht keine Lizenzverlängerung kriegen. Im Gegenteil, wir müssen mit allem Möglichen rechnen, mit Durchsuchungen jederzeit, mit Kontrollen in härtester Maßnahme. Jedes Fahrzeug, jeder Raum, alles, was den Club betrifft, darf durchsucht werden. Das ist da schon mit in dem Entwurf schon mal von vornherein drin, ohne Verdachtsmoment, regelhaft. Sowas werden wir nicht mitmachen. Es wird einen Stopp geben, es wird einen Punkt geben, wie auch in Malta, wo die bestehenden Clubs sagen, das tragen wir nicht mit. So werden wir das nicht mitmachen.
Das als Hinweis und bitte beachtet diese Punkte auch im Gesetz. Vielen Dank. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, da brauche ich jetzt nicht dich zu drängen, da eine Frage draus zu machen. Das waren lauter sinnvolle Punkte, die bis jetzt nicht angesprochen wurden, die wir Handverband genauso sehen. Insofern bitte mitnehmen. Ja, das macht alles Sinn. Brauchen wir jetzt keine Frage draus zu stricken. So, letzte Wortmeldung. Bin mal gespannt, ob da eine Frage draus wird oder ein Statement. Ein Statement halte ich morgen. Da halte ich einen Vortrag. Jetzt habe ich nur eine Frage. Am 24.10. hat die Ampel verkündet, wir wollen legalisieren. Seitdem gibt es Eckpunktepapiere, es gibt Expertenanfragen, es gibt Herrn Lauterbach, der permanent verschiebt. Frau Kappert-Gonter hat noch Anfang 22 getwittert, ja, wir kriegen sicher die Legalisierung im Jahre 22 hin. Ich kann das ausführen. Wir, die Legalisierungsaktivisten, haben von Anfang an gefordert, Entkriminalisierung sofort, damit Hunderttausende von Strafverfahren nicht mehr geführt werden können. Hiergegen haben sich die Vertreter der Ampel ausgesprochen und haben gesagt, nein, wir wollen eine Perfektion eines Gesetzes und lassen die kleinen Konsumenten durch die Polizei an jeder Ecke weiter durchsuchen und packen sie zum Strafrichter Andreas Müller. Und das hätte man ändern können. Und jetzt meine Frage dazu. Wenn Sie die beiden noch, Artis, du wolltest das ja, du hast ja einen Gesetzesentwurf mit deiner Partei reingebracht, also an Dirk Heidenbuth und Frau Lüttke. Wetten Sie, wenn Sie gewusst hätten, wie lange das verzögert wird, vielleicht von Anfang an besser agiert? Und die zweite Frage, wenn Herr Lauterbach auch im September oder nach der Pause immer noch nichts bringt und weiter verzögert. Was machen denn die Parteien, wenn sie weiter vorgeführt werden? Zwei Fragen. Also bezüglich der ersten Frage kann ich letztlich nur die Worte von Kirsten vorhin wiederholen. Wir sind angetreten mit dem Ziel der Volllegalisierung. Das erste Eckpunktepapier hat auch in die Richtung gezeigt. Dann haben Sie sicherlich auch mitbekommen, immer wieder den Gesetzesentwurf eingefordert, die Fristen eingefordert. Aber man muss vielleicht auch trotz allem mal so fair sein und ein klein wenig über den Tellerrand hinausschauen. Die letzten Jahre waren auch keine normalen Jahre für die gesamte Gesellschaft nicht. Und es klingt vielleicht wie eine Ausrede, aber wir haben einen Krieg in Europa. Wir hatten die Reste der Corona-Pandemie beziehungsweise noch zu bewältigen. Wir hatten einen Haufen andere Dinge auch noch nebenbei zu machen. Wichtig ist, dass das Gesetzgebungsverfahren überhaupt gar nicht erst ins Stoppen gekommen ist, sondern tatsächlich jetzt durchgeführt wird. Das ist der Punkt, an dem wir schon auch sehen müssen, dass wir da wirklich dran sind. Natürlich haben wir uns am Anfang mehr gedacht, jetzt ist es, wie es ist. Jetzt gehen wir Schritt für Schritt und wir werden auf jeden Fall weiterhin dieses Gesetz einfordern. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das auf jeden Fall noch, so wie Dirk's vorhin erklärt hat, entweder kurz nach der Sommerpause dann kommen wird oder eben in der Sommerpause schon im Kabinett beraten wird. Das ist jetzt für mich der allernächste Schritt und dann sehen wir weiter, wie es weitergehen wird. Genau. Dem kann ich mich eigentlich nur so anschließen. Also Kirsten hat das ja schon gesagt, wenn wir gewusst hätten oder davon ausgegangen wären, ich gehe mal davon aus, das sind die Schöpfer des Koalitionsvertrages nicht. Ich war nicht daran beteiligt, aber das werden einige andere sehen haben, dass das, was da niedergeschrieben war, nicht so schnell funktioniert, wie man sich das vorstellen könnte. Dann hätten wir wahrscheinlich von vornherein auf dieses Modell gesetzt, das wir jetzt haben und wären wohl auch schon weiter. Das ist keine Frage. Aber das ist so, das kann man jetzt auch sagen. Also wie gesagt, hätte, ne? Also das haben wir aber nicht. Wir waren, und das bitte ich erstmal positiv zu unterstellen, wir waren davon ausgegangen, das klappt. Nach der Expertenanhörung klang das mit den Eckpunkten auch ganz positiv. Und wir waren davon ausgegangen, dass es keinen Sinn macht, im Zweifel einen Stopp reinzuziehen, weil wir ein zweites Gesetzesvorhaben parallel durchziehen. Das kann man falsch finden, das war aber unsere Sicht. Jetzt sind wir eines Besseren belehrt. Und der zweite Punkt, also irgendwann, das kann man sehr deutlich sagen, und das wird vielleicht auch etwas sein, gehe ich sicher davon aus, dass das auch die Ministerinnen und Minister wissen, irgendwann hat das Kabinett die Kappe dicke.
Bei Gesetzen können wir im Zweifel natürlich auch eine Einbringung aus dem Parlament machen, dann zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und im Zweifel werden wir darüber diskutieren müssen, wenn die Fristen weiter verstreichen. Wir wollen in dieser Legislatur, und ich sage für mich sehr deutlich, ich will in diesem Jahr die Entkriminalisierung noch sehen. Ich würde nicht so weit wählen, wenn Kirsten das wirklich gesagt hat, das weiß ich nicht, dass sie kommt. Weil ich weiß, welchen Einfluss ich habe, aber ich will sie noch sehen und ich werde alles dafür tun. Und im Zweifel muss das Parlament dann irgendwann sich behaupten und sagen, wir packen das Problem selbst an. Das ist nicht ganz einfach, weil wir sind ja auch auf die Ministerien für die Erarbeitung angewiesen. Also wir haben ja nicht zusätzlich nochmal all die Leute, aber das wäre der Weg aus meiner Sicht. Gut, da in dem Zusammenhang kann man vielleicht auch nochmal daran erinnern, dass alle drei Ampelvertreter hier mehrfach öffentlich von Karl Lauterbach gefordert haben, endlich einen Gesetzentwurf vorzulegen, einzeln auch alle zu dritt auf dem Foto von wegen Karl am Zug, muss jetzt mal losgehen und so weiter. Das ist schon ungewöhnlich, sage ich mal, so in dieser Zusammensetzung, wüsste ich nicht, dass das bei irgendeinem anderen politischen Thema mal gegenüber einem eigenen Minister der eigenen Regierung so passiert wäre. Ja, also auch wenn alle gesagt haben, sie sind alle total brav, ja, aber das ist ungewöhnlich, das ist politischer Druck, auch wenn das viele gar nicht so sehen oder verstehen oder so, aber das ist wirklich eine Sache, die einem Minister zu denken geben sollte, wenn die eigenen Abgeordneten durch die Bank alle gemeinsam so eine Aktion fahren. So, aber jetzt davon abgesehen, jetzt geht es schon langsam zu Ende hier, aber eine Atesh Gürpina-Frage habe ich noch, beziehungsweise will die Gelegenheit mal geben, die Funktionsweise zu zeigen, dass eben wichtig ist, auch in der Opposition auch noch eine cannabisfreundliche Partei zu haben. Ja, das ist ja eigentlich eine Traumkonstellation und wäre blöd gewesen. War ja ganz knapp, die Linken wären fast nicht ins Parlament gekommen, da ging es ja nur um diese Direktmandate noch irgendwie, das war haarscharf und wir hätten fast nur in der Regierung Legalizer-Parteien gehabt, aber nicht in der Opposition. Und jetzt mal zu zeigen, was ihr da beigetragen habt dazu, vielleicht kannst du mal kurz sagen, welche Anträge ihr bisher im Bundestag im Zusammenhang mit Drogenpolitik gestellt habt, die eben jetzt zum Teil eben auch so zum Tragen kommen. Ja, vielen Dank für die Frage, weil es ja tatsächlich auch nochmal deutlich macht, wie das funktioniert oder wie es am Anfang noch nicht funktioniert. Nachdem wir am Anfang Startschwierigkeiten haben, das lag auch in unserem nicht allzu guten Ergebnis und wir überlegt haben, wir machten auch die Drogenpolitik, Stichwort, der Druck kommt auch von außen, dann wurde irgendwie gesagt, wo sind eigentlich euer drogenpolitischer Sprecher? Dann habe ich gesagt, dann mache ich das. Und dann ging sozusagen die Arbeit tatsächlich los und es war, glaube ich, notwendig. Du hast es schon gemacht, ich mache es auch nochmal, wenn du diese Opposition nicht gehabt hättest, dann hätte es nur Druck von Leuten gegeben, die die Cannabis-Legalisierung scheiße finden. Und es wird wiederum in der Regierung bewirken, dass die Personen, die Legalisierung eigentlich auch nicht so toll finden und die werden bestätigen, dass die bei euch in der Fraktion gibt, dass deren Lautsprecher eher von den Nicht-Legalisierungsleuten kommen und es quasi wieder reingetragen wird. Es wäre weiter verzögert worden. Wir haben dann quasi vor der letzten Sommerpause einen Gesetzentwurf und Anträge vorgelegt. Das eine betraf eben die Entkriminalisierung von Cannabis und es hat eben, ich glaube, in der zweiten Reihe der Kollege gesagt, dann schreiben wir das Gesetz eben oder dann helft ihr uns doch beim Gesetz, dann helfen wir euch beim Gesetz zu schreiben. Natürlich haben wir dann quasi auf euch zugegriffen von den Erfahrungen, die ihr habt, weil ihr tatsächlich einfach mehr Erfahrung habt, was die gesamte Cannabis-Legalisierungsthematik angeht. Dass wir gesagt haben, wir machen jetzt die Entkriminalisierung. Das war der erste Punkt gewesen. Wir haben die Fahrerlaubnis sind wir angegangen, zu sagen, wir brauchen eine Logik mit Führerscheinentzug bei rauschhaften Fahren, also nicht, wenn man vor 5 Wochen irgendwas genommen hat oder vor 5 Tagen, wie auch immer, dass man dann eben den Führerschein entzogen bekommt. Und das dritte war eben die Entkriminalisierung sogenannter härterer Drogen. Das waren die 3 Punkte gewesen. Wir hatten dann eine Debatte im Parlament gehabt. Das war sozusagen das erste Mal, wo auch gesagt wurde, es kommt im Parlament, wo bedeutet wurde, es ist quasi findet hier nicht im Hinterzimmer statt, sondern wir müssen was tun. Und ihr könnt jetzt sagen, es war völlig egal, wir haben einfach irgendwas erzählt, aber dann wiederum war das euer Druck. Das ist nicht nur, dass ich eine Rede halte im Parlament und die anderen auch irgendwas erzählen müssen, sondern dass dann gesagt wurde, da wird hingeschaut. Und zwar von draußen hingeschaut, wann was passiert. Quasi wieder eure Einbeziehung, dass gesagt wird, dass die Leute in der Ampel wissen, so wir können das jetzt nicht einfach so laufen lassen, wir müssen da was tun. Und dieses Zusammenspielen von dem Ganzen, von den verschiedenen Legalizerinnen, Legalizern auf allen Ebenen, die führt eben auch dazu, dass so ein Druck aufgebaut wird. Das ist dann nicht immer, also ich meine, ich
bin ja auch irgendwie Linker, weil ich glaube, es machen nicht irgendwelche einzelnen Leute im Parlament, sondern es machen tatsächlich ein Zusammenspiel von allen verschiedenen Gruppen, die es da gibt. Und es ist eben die Frage, welche Gruppe stärker ist. Und es ist eben auch notwendig, dass eine Gruppe von links Druck auf euch aufbaut, damit sich da was in der Beziehung verändert. Und das werden wir versuchen, auch eben, das habe ich ja angedeutet, nicht nur bei Cannabis, sondern eben auch bei anderen Drogen weiterzumachen. Und aus dem Gesetz, was ich als bürgerlich bezeichnet habe, weil es eben noch so viele Kontrollen zulässt und weil ich weiß, wer dann kontrolliert wird, Richter Müller weiß es auch, wer dann kontrolliert wird, welche bestimmten Persönlichkeiten dann mehr kontrolliert werden als andere, dass da der Druck weiter aufgebaut wird, dass sich was ändert. Vielen, vielen Dank für die Frage. Besteht noch dringender Bedarf auf ein letztes Wort? Dann war das Schlusswort. Ich bedanke mich nochmal bei allen Teilnehmern auf dem Podium, bei euch für eure Fragen, für eure Geduld, für die Ruhe da hinten mittlerweile. Bis zum nächsten Mal.